Willkommen zurück, liebes Nuviso-Publikum. Der Nuviso-Bus steht auf der Startlinie und wir starten zur 327. Ausgabe vom Homeoffice. Ich finde es schön, dass ihr wieder dabei seid und uns auch so lange die Treue gehalten habt. Ist ja auch eine lange Reise, die wir gemeinsam hinter uns haben. Und ich freue mich auch auf viele neue Sendungen. Heute wieder in einer neuen Kombi. Haben wir schon mal gehabt. Dagmar und Aaron ist heute meine Flugmannschaft und ich freue mich auf diesen Flug mit allen Themen. Und ganz ehrlich, wir wissen oft gar nicht, wo es hingeht. Ich bin gespannt, was heute alles Thema sein wird. Natürlich haben wir was vorbereitet, aber der Rest drumherum, wir lassen uns überraschen. Also hier kommt Ausgabe 327 vom Homeoffice. Hallo ihr zwei, hallo Dagmar, hallo Aaron, servus. Hi. Ja, hi Robert, hi liebe Zuschauer, hi Dagi. Genau, du hattest ja gemeint, Robert, du holst dir heute mal attraktive Unterstützung in die Runde und ein bisschen was fürs Auge. Und außerdem ist Dagi auch noch dabei. Der war geil. Der älteste Witz der Welt, ja. Ja, wenigstens endlich mal eine schöne Person heute, Aaron. Danke, dass du da bist. Ja. Wie fühlst du dich so als sehr attraktiver Mann eigentlich? Wie geht man so durchs Leben? Ganz schwer, ja. So Bruce Willis, ich werde ja auch verwechselt, ja. Jason Statham, also du bist Klon. Aber tatsächlich sind wir gerade drauf gekommen, es gab diese Kombi noch nie. Wir haben zwar schon mal einen Dreier-Call gehabt, aber noch nie auf Sendung, nie im Homeoffice-Format. Und von daher, ja. Ich freue mich, weil jede Konstellation bringt so eine eigene Energie und eigene Themen hervor. Ich bin mal gespannt, wo wir heute landen. Tatsächlich, dann ist es wirklich unser erstes Date zusammen hier. Und da wir aber vorher schon so oft miteinander telefoniert haben oder geskypt haben, in dem Sinn, hatte ich das jetzt auf dem Schirm, dass wir das schon waren. Ja, dann umso besser. Dann bringst du deine Frische hier rein mit. Dagmar, schön, dass du mit an Bord bist und wieder mal deine Sicht der Dinge mit uns teilen wirst. Ja, wie gesagt, wir haben viele Themen, über die es sich zu sprechen lohnt. Wo es dann letztendlich hingeht, werden wir alle sehen. Aber Wetter geht am Anfang als erstes. Ich muss jetzt was loswerden und zwar, ich habe bis jetzt echt beschissen gefroren, das ganze Jahr über. Es gab ja noch nicht wirklich so einen Tag, wo ich sagen konnte, jetzt kommt plötzlich so ein Frühlingsgefühl durch. Heute zum allerersten Mal, ja. Also bis jetzt immer noch mit den Winterklamotten rumgerannt durch den Wald mit den Hunden und heute zum ersten Mal dann, wow. Boah, ist mir heiß jetzt hier. Klamotten auf, runter, auf dem Weg und auch was hier so an Frühlingsenergie durch einen durchströmt. Das mag jetzt vielleicht banal klingen und auch irgendwie so, ja, so irrelevant. Ich spüre das jedes Jahr und dieses Jahr ganz besonders, dass diese Energie des Lichtes und der Wärme etwas mit mir macht. Ich saß gerade auch ein bisschen in der Vorbereitung hier draußen auf dem Balkon in der Sonne und habe das so genossen. Also es ist, das Licht kommt zurück und damit auch eine ganz andere Stimmung, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn das Leben immer nur drinnen stattfindet, du kannst nicht Fahrrad fahren, du kannst nicht Volleyball spielen, du kannst nicht im Café sitzen draußen und das ist alles immer nur auf innen drin begrenzt, das macht was mit uns, auch von den Gedanken her. Und jetzt habe ich das Gefühl, auch wenn das nur eine kurze Phase sein wird, die App zeigt schon wieder andere Temperaturen nächste Woche. Ja, gar nicht sagen. Jetzt gerade ist es eigentlich sehr schön draußen, aber ich sitze hier gerade im Studio. Es ist wichtiger, dass wir das hier machen. Ja, als profaner Gedanke eigentlich nur. Ja. Aber ich glaube, ich sage das auch jedes Jahr, dass der Winter gefühlt dieses Jahr besonders lang war. Aber ich habe es jetzt auch wieder gesagt. Der Winter war wirklich besonders lang und kalt und dunkel. Und es ist heute immer noch bei uns hier im Westen sehr bedeckt. Sehr kalter Wind, also es ist noch nicht angekommen, das Frühlingsgefühl. Ich habe das Gefühl, wir müssen immer noch dicke Jacke und Ohrenschützer, aber es ist zu kalt. Ich warte noch, ich warte auf das Frühlingsgefühl, dass es endlich ankommt.
Stimmt, wir decken ja eine Diversity eigentlich ganz gut ab hier, was die Lokalitäten angeht, die Locations. Das stimmt. Wir können ja wirklich ganz runter, ganz in Osten gehen und ganz in Westen, wenn Dagi dabei ist. Und das Wetter ist gar nicht überall das gleiche. Und ein Gedanke noch, was auch der älteste Spruch ist, genauso wie dieses Jahr ist der Winter besonders lang, ist auch immer dieses, es gibt keine Übergangstemperatur und genau. In Deutschland. Jetzt ist direkt Sommer und ich habe gerade im Pulli, war es eigentlich schon zu warm jetzt, ne? Gerade im Park. Ja, das kenne ich gut, dass es dann immer plötzlich 10, 15 Grad Unterschied hat zum Tag vorher. Ja, okay. Das ist aber oft, also ich meine, wenn ich mit der Familie aus Breslau telefoniere, gerade jetzt, wenn es Richtung Frühjahr und Sommer geht, bei denen sind 30 Grad und wir sitzen hier so bei 18 und denken uns, ja cool, es regnet, es ist bewölkt, es ist kalt. Wir haben wieder richtig tollen Sommer hier im Westen und dann im Osten ist es ultra warm. Also das ist total oft schon vorgekommen. Jetzt also scheinbar bei euch ist es wärmer. Die Masterfrage für das Gemüt, für die Mentalität, ist das Wetter wirklich das Wichtigste? Ich meine, wenn wir Deutschen gelten als unterkühlt im Vergleich zu den Italienern oder zu den Spaniern und so, aber sind dann die Norweger, die ganzen Skandinavier, sind die dann noch kälter? Weil mir kommen die Schweden eigentlich auch extrem lustig vor, so wenn ich das sehe. Ich weiß nicht, wie die sich da in dieser langen, dunklen Zeit verhalten, aber ich habe das Gefühl, dass uns das Gemüt schon auch ein bisschen die Mentalität mit eingefärbt hat, so wenn... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hamburg oben, die sind auch ein bisschen steif, ne? Die Jungs vom Deich droben, ne? Also, obwohl die auch total lieb und nett sind. Ich habe Freunde da oben. Also ist nicht so, dass jeder Hamburger nur mit dem Stock rumläuft, den er in sich trägt. Du weißt schon, was ich meine, ja? Es gibt Unterschiede. Also meine Verwandtschaft lebt oben in Bremerhaven. Die sind anders. Die sind unterkühlt, die sind so im Ort. Die sind, also wir Rheinländer sind ja so, wir sind da, wir sind laut, wir sind total explosiv. Und dann im Norden ist es so, ich glaube, die denken, wenn du so als Rheinländer kommst und erstmal erzählst, wie so dein Tag war, so, okay, I don't fucking care, so, who you are, geh wieder zurück. Also man merkt schon den Unterschied, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt am Wetter liegt. Obwohl, man weiß es nicht. Die Engländer sind ja auch schwarzhumorig unterwegs. Obwohl es da immer regnet. Ich glaube auch, unsere Kultur, jetzt mal auf Deutschland betrachtet, weil ich über andere Länder nicht so gut urteilen kann, aber ist extrem geprägt von diesem harten, langen Winter, diese auch kulturell, als man noch in der Agrarzeit mehr gelebt hat und so, dieses Vorbereiten auf diese schwere Zeit, wo man eigentlich 6 Monate lang draußen in der Nacht erfrieren würde. Und dann dieser ganze Brauch auch des Frühlingsfestes, des Osterfestes, der 1. Mai wird gefeiert bei uns traditionell als so einen Tag des Aufbruchs, die Maibäume, dass man dann sagt, und jetzt kommt wieder die Zeit, in der das Leben eigentlich für 5, 6 Monate wieder angenehm ist. Also das ist schon ein extremer Bruch bei uns. Und manchmal, ja, ich bin eigentlich auch so ein Fan davon, dass wir beides haben, ja, Yin und Yang, dieses extrem dunkle und diese extrem helle Jahreszeit. Aber ich muss sagen, als Kind habe ich es nicht so strapazierend wahrgenommen. Ich habe schon immer echt zu knabbern so an unserem deutschen Winter hier. Mhm. Und vor allem sind nicht nur 6 Monate, du kannst auch im August erfrieren, wenn du mit nassen Klamotten irgendwo rumliegst im Wald. Also ich habe neulich doch den Lars Konarek gehört bei dem Regentreff, Krisenvorsorgetreff, und der hat in seinem Vortrag gesagt, dass wir eine Durchschnittstemperatur in Deutschland von 8,4 Grad haben. Wow. Und das ist also viele, viele Monate. Du kannst also auch bis in den Juni hinein und so Temperaturen haben, die dich echt in der Nacht lebensgefährlich dann auch beeinflussen. Und es gibt im Baden-Württembergischen gibt es einen Ort, der heißt Stetten am Kalten Markt. Da soll im Juli eine Geiß erfroren sein am Markt, deswegen heißt der Ort so. Das ist auch irgendwie, keine Ahnung, Tallage, Kaltwasser, Kaltluftgebiet, wo sich halt extrem lange die kalte Luft hält. Und da gibt es eine Fallschirmjägerkaserne, glaube ich auch. Da ist irgendwas in der Richtung, da habe ich das aufgeschnappt. Und da im Sommer halt, ne, also kann es auch schon schattig sein irgendwo. Vielleicht sind wir Deutschen deswegen so ein bisschen unterkühlt. Aber wie gesagt, das ist eine Typsache, das ist nicht jeder. Also ich kenne so viele tolle Leute aus Kiel bis nach Berchtesgaden runter. Da muss man jetzt nicht sagen, aber es ist schon ein bisschen, wenn du es vergleichst halt mit Südländern, da schneiden wir jetzt nicht so gut ab. Und vor allem auch der Süden, ich habe mich neulich erst unterhalten mit Leuten, die hierher gezogen sind nach München, da Münden an sich oder der Bayer an sich, der ist jetzt noch nicht so,
so ganz schnell, wenn du da alleine weggehst, irgendwo in Kneipen, bis du da mal Anschluss findest, ist es, ich weiß nicht, ob das Schickimicki Münchner Schickeria ist oder so, aber was der mir erzählt hat, eben hat gesagt, wenn er im Rheinland unterwegs ist und er geht irgendwo in eine Kneipe rein, dann ist er plötzlich mit einer Gruppe Wildfremder unterwegs und man zieht gemeinsam um die Häuser. So diese rheinische Frohnatur, wie du es auch gerade gesagt hast, das ist hier ein bisschen fremd. Also hier, ich muss gestehen, der Süddeutsche ist vielleicht da ein bisschen reservierter. Der Bayer, was so ein Grand, so ein Grundgrand hat man gesagt. Also vielleicht ist das ein bisschen ein Unterschied auch. Aber ich werde nie vergessen, Karneval in Aachen, in der Grundausbildung von Eschweiler nach Aachen gefahren, um Gottes Willen, das ist dann nochmal die Frohnatur um einen Faktor höher gehoben. Wir waren da, ich meine, für euch Rheinländer ist das alles normal und ich berichte jetzt wahrscheinlich wie ein Exot davon. Das war eine Kneipe, die war so voll, dass wir gar nicht reingekommen sind. Also es war kein Durchkommen und der Kellner hat es auch aufgegeben, durchzugehen. Der hat dann einfach das Tablett oben auf die Hände der Gäste draufgestellt und die haben das Tablett mit oben drüber gereicht, so einigermaßen unfallfrei, um dann das Kölsch weiterzugeben. Ich habe das Konzept nicht verstanden, dass man da reingeht und versucht, sich eine Stunde lang wie eine Sardine zu fühlen und das mit einer ohrenbetäubenden Beschallung. Mir war das irgendwie in dem Moment so, ich muss das erst, das muss man mir erstmal erklären, was da jetzt der Mehrwert ist da drin. Das war so absurd. Ja, der Karneval lebt ja auf dem Straßenkarneval. Also man ist ja vorher die ganze Zeit auf der Straße unterwegs, in den Großstädten Köln, Düsseldorf. Also ist ja überall dann immer was los. Und dann, wenn es kühler wird, geht man dann rein in die Kneipen. Und dann ist es so, wie du sagst, dann klüngeln sich die Gruppen, die sich vorher auf der Straße gut fanden, die gehen alle in einen Laden rein und dann wird geknutscht und Dinge getan, die halt nur an Karneval sind. Tatsächlich. Bist du Fan von Karneval? Also jetzt nicht von der wilden Knutscherei, sondern insgesamt von diesem humoresken Treiben da? Ist das dein Ding? Nee. Also nee. Früher schon, also nicht so in dem Ausmaß. Man wächst damit rein, man wächst auch damit auf. Ich verkleide mich auch gerne, ich mag das auch. Also weder der jetzt denkt, ich habe irgendwie so Fetisch im Rollenspiel oder so. Nein, nur an Karneval und Halloween. Aber dieses in der Kneipe gequetscht da rumstehen und sich nicht mehr bewegen können, ist nicht mehr mein Ding. Da werde ich schon zu alt. Mhm. Vielleicht bin ich schon zu alt. Die Heidi Klum hat auch so einen Faschingsfimmel. Kommt die nicht auch aus Düsseldorf oder wo kommt die her? Ja, die kommt tatsächlich hier aus Bergisch Gladbach. Ah, okay. Also das da bei Köln, da die Ecke. Okay, und ihr Erbe trägt sie dann nach Hollywood mit den schrägsten Kostümen jedes Jahr. Genau. Das dann auch... Egal. Die Tante von Heidi Klum arbeitet übrigens beim Kaufplatz in Bergisch Gladbach. Für alle, die es mal wissen wollten. Also, es gibt noch Verwandtschaft, die da arbeitet. Großartig. Again what learned, ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass die, die ist ja weltbekannt, diese Heidi Klum Hollywood, nee, nicht Hollywood, Halloween Party so. Aber dass das noch ein Erbe aus ihrer Sozialisation aus Westdeutschland ist mit Karneval und so, ergibt voll Sinn. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber klar, die ist ja so groß geworden und die vermisst es wahrscheinlich in den Staaten und hat es dann mal aus den, hat es so ins Leben gerufen und mittlerweile hat es halt irgendwie so einen Kultstatus. Es ist auch immer ein bisschen, wer was drin reininterpretieren will, so mit satanische Botschaften und so, da findet man auch immer so die komischsten Sachen, wo man so denkt, okay, so letztes Jahr war sie, glaube ich, dieser Wurm. Könnt ihr euch daran erinnern? Das war richtig so creepy. Also am Anfang, die ersten zwei, drei Bilder, die man davon gesehen hat, habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein Fake, Alter. Und die liegt da auf dem Boden und robbt dann so weiter. Und man denkt, hä, was ist denn jetzt die Symbolik? Oder das ist doch auch nicht mehr ästhetisch, ist doch kein schönes, hey, ich habe mich als Shrek verkleidet oder so, was irgendwie witzig ist. Mhm. Ganz komisch. Oder wie sie diesen Muskelanzug anhatte, wo quasi die Haut weg war und das ganze Muskelpaket nur noch zu sehen war. Heidi Klum ist ohne Zweifel eine ultra attraktive Frau, das kann man sagen. Ich habe sie aber mal am Flughafen getroffen und ich habe sie nicht erkannt. Die war an der First-Class-Schleuse bei Lufthansa irgendwo und ich gucke da so die Leute an, die gehen da durch und ich mir, die Frau kenne ich irgendwie, wer ist das? Irgendwie kommt mir die bekannt vor und die hat ein dreijähriges Kind gerade angezogen nach der Security und habe mir gedacht, Moment mal, die letzte Gala, da war doch dieses Kind drin, das ist doch das Kind von Seal und das da hinten, das sind doch die Eltern von Heidi Klum, die kenne ich doch. Dann muss das Heidi Klum sein. Ich so,
holy shit, echt, ist das Heidi Klum ungeschminkt? Habe ich nicht erkannt. Also, obwohl sie eigentlich, na, ich will nur sagen, der äußerste Schein ist nicht immer das im ersten Moment. Es war der aber auch scheißegal, wie die da rumgelaufen ist, offensichtlich. Die hatte andere Dinge zu tun. Aber wie ist das, die hat doch diese Leni, aber das kann ja nicht die Tochter sein. Das ist von Flavio. Die ist von Flavio Briatore, der Formel 1. Ich wollte gerade sagen, weil die Leni sieht jetzt nicht so aus, als ob sie die Tochter von Seal ist. Okay, das ist Flavio Briatore. Nein, und okay. Der kleine Junge war von Seal. Das hat man auch gesehen. Mhm. Eigentlich so bräunliche Haut, nicht ganz dunkel. Es gibt, glaube ich, vier Kinder, glaube ich, in Summe hat sie. Vier Kinder von drei verschiedenen Männern, glaube ich. Ja, die hat da ein paar. Well done, Heidi. Paulitz hat sie noch kein Kind. Ja. Nicht, dass ich wüsste. Also die wird auch, wäre auch ein bisschen komisch, wenn die jetzt mit, wie alt ist die? Ist die nicht 50 oder so? Die Jahrgang 73. Jahrgang 73. Die hat dieses Jahr die Schallmauer, genau. Die sind ja also, die wird sich dann wahrscheinlich eine Leihmutter holen oder so und dann wird das geboren von irgendwelchen Menschen. Nein, das hat die Paris Hilton gemacht. Nicht die, Paris Hilton ist Mutter geworden, aber mit Leihmami. Stimmt. Hat doch wie Kim Kardashian das letzte Kind auch mit Leihmutter bekommen. Finde ich total creepy. Also das ist ja wirklich, das ist schon wieder so richtig Hollywood Eliten-Satanisten-Club. So, die kriegen Kinder in Brutkästen gefühlt. So, die lassen sich die Kinder ranzüchten. Seltsam, oder? Also voll crazy. Ich kann das ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Ich meine, da hat man doch. Die Frauen, die Kinder kriegen, die entwickeln doch eine ganz andere Beziehung zu diesem Wesen, das in einem selber heranreift und auch der Geburtsprozess, der bestimmt nicht einfach ist. Also ich war nie persönlich dabei, aber ich habe das lebendig vor Auge, was das bedeutet. Und auch die Erzählungen von den Frauen um mich herum, die Kinder gekriegt haben, das ist so ein unvergleichlich großer Moment, auch für den Vater, der das dann mitkriegt, weißt du, so, das ist ja etwas, was Familie definiert. Und wenn man das dann auslagert und sagt, so hier, also, wie nennt sich das, In-vitro-Befruchtung, Fertilisation, ja, dass man dann die eigentliche Menschwerdung in einem Reagenzglas vollbringt und dann zurück einpflanzt und dann quasi fremd austragen lässt, ist. Wenn das jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht kann und der Wunsch für ein Baby so groß ist, dann kann ich sagen, okay, das verstehe ich noch. Weißt du, wenn die Ärzte sagen, sie können niemals Kinder kriegen aufgrund dem und dem oder aufgrund der OP, die sie vorher hatten oder wegen dem, das würde sie töten, wenn sie schwanger werden. Das geht nicht. Dass diese Frau dann sagt, okay, dann versuchen wir es auf einen anderen Weg, akzeptiere ich. Ja, ist zwar immer noch seltsam, aber akzeptiere ich. Aber wenn man dann halt sagt, ich will mir jetzt meine Figur nicht kaputt machen lassen und zum Beispiel bei der zukünftigen Königin von England oder die Frau vom Prinz, wie heißt der, William, geht ja auch von Anfang an das Gerücht rum, dass die nur Leihmütter, genau. Echt? Also habe ich die ist nie so unförmig geworden, die hat nie einen Bauch. Die ist also immer noch spindeldürr und hat vier Kinder schon auf die Welt gekriegt und ich kenne. Als Eidechse wird es wahrscheinlich schwer, menschliche Kinder zu kriegen. Ne? Jetzt Schwurbelkiste zu, will ich jetzt gar nicht sagen, aber es war ein Gerücht, dass die das eben auch gemacht hat. Meine Frauen sind aber auch so, dass sie so schlank sind wie vorher oder vielleicht sogar Gewicht verlieren nach der Geburt. Das gibt's alles. Also ich will gar nicht sagen, dass das bei der nicht so ist. Ich habe gestern in einem Buch geblättert, der Hollywood Code heißt es, wo so subliminale Botschaften über Hollywood drinstehen und da war dann eben auch ein Kapitel über, naja, Rosemary's Baby und das Kleid von Prinzessin Kate, wo sie das Kind da rausgetragen hat nach der Geburt und diese ganzen Anspielungen, die es da gibt in Hollywood, aber auch im Königshaus. Und da stand eben auch drin, dass es ein Gerücht gibt, dass sie gar keine Kinder selber. Das will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Sag mal, der Hollywood Code, ist das amerikanisch oder ist das hier Tillmann Knechtel oder was? Weil das interessiert mich natürlich auch immer sehr. Nein. Ja, beim Tillmann habe ich das auch. Ich meine, bei Traukeim Promi auf dem Channel habe ich es auch gesehen. Sowas hat er schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob er das genau thematisiert hat, aber mit Rosemary's Baby und den Signalen, die Kate damals geschickt hat nach den Geburten, das hatte der schon mal thematisiert, auf jeden Fall. Ja, ohne Zweifel gibt es da sehr viel Merkwürdiges, gerade wenn man Disney anschaut, okay, dann kann man das Thema ruhig mal aufmachen, so diese unterschwelligen Botschaften bei Disney, da gibt es in diesem Buch eine ganze Seite voller Filmausschnitte oder Screenshot auf Deutsch, gebildschirmschossen.
Bildschirmfoto. Ein Bildschirmschnappschuss. Ein Schnappschuss aus dem Film, ein Filmschnipsel, der da dargestellt worden ist. Und man sieht Mickey Maus und Minnie Maus, die sich umarmen. Aber wenn man dann im Detail hinschaut, ist plötzlich das Kleid von Minnie Maus ein erigierter Penis, wenn man das so einzeln betrachtet. Und das findet sich oft in den Filmen drin, zum Beispiel bei Bernhard und Bianca. In dieser Wolke. Genau. Auch in dieser Wolke, wo dann Sex steht. Genau. Oder bei Bernhard und Bianca ist in einem Frame, also in einem Bildschnipsel, ist ein Foto drin, wo eine Frau oben ohne im Fenster steht. Ja, und alle möglichen Dinge bei Ariel, die Meerjungfrau, gibt's etwas bei, also alle möglichen Dinge, wo ich mir auch denke, okay, hat sich da der Zeichner einen Spaß erlaubt und hat gehofft, dass durch die Endabnahme in der Produktsicherung, ja, also dass dann die ganzen Screenings stattfinden und die Produzenten die Filme anschauen und sagen, das muss raus, das muss weg, das muss länger, das muss kürzer, dass jemand sagt, Moment, halt, was soll denn das da? Und dass die hoffen, dass das vielleicht durchflutscht oder das wird bewusst gesetzt, um eben als unterschwellige Botschaft hier eine gewisse Wirkung zu entfalten, das weiß ich nicht. Ja, da gibt's, das steht im Raum zumindest. Aber ich weiß, dass der Mickey Mouse Club früher also drei berühmte Persönlichkeiten hervorgebracht hat, die auch maßgeblich in der Popkultur für Einfluss gesorgt haben, nämlich Christina Aguilera, Britney Spears und Justin Timberlake. Also Ryan Gosling wird oft vergessen. Der ist auch eine Hollywood-Größe. Der war mit denen zusammen in der gleichen Jahrgangsklasse wie Justin Timberlake und Britney Spears. Und der ist ja auch in Hollywood eine große Nummer. Aha, sieh mal einer an. Auf jeden Fall, danke. Finde ich auch cool, dass wir das Thema mal haben. Es gibt, muss ich wirklich mal sagen, eine großartige Folge über Walt Disney und die okkulten Hintergründe und Verbindungen auch von Charles mit Tillmann Knechtel und dem Alexander Stier, der sich ja mit Satanismus und sowas beschäftigt, Ex-Satanist. Da gehen die wirklich in die Tiefe, 1,5 oder 2 Stunden Sendung, auch über diese Disneyland. In jedem Disneyland gibt es, glaube ich, zum Beispiel dieses Café 33. Café 33 oder 32. Super abgefahren, einfach nur freaky. Klar, Predictive Programming ist so eine Frage, entweder man hält es tatsächlich für möglich, dann ist man aber im Schwurbel-Universe direkt irgendwie aufgestiegen in die 17. Meta-Ebene. Man sagt halt, ja, hier immer mal wieder einen Zufall, da sollte man nicht zu viel reininterpretieren. Wenn man natürlich aus der Perspektive kommt, deswegen hatte ich nach dem Buch gefragt, ich beschäftige mich auch viel mit diesem Cultural Programming und sowas. Jay Dyer gibt es da zum Beispiel im Englischen. Ich glaube, von ihm ist auch Occult Hollywood oder sowas, Part 1 und 2, das sind so Standardwerke wirklich über die letzten 60, 70 Jahre Hollywood und Popkultur, der halt sagt, wenn man aus dieser Perspektive kommt, Full Spectrum Dominance, was so eine Weltmacht als Anspruch an den Tag legt, dann bedeutet es auch Full Spectrum Dominance im Bereich von Musik, Kultur, Bildung, Architektur und so weiter. Und dann hält man diese Dinge auf einmal tatsächlich für möglich, eben auch dieses Abstumpfen, wie schön waren irgendwie. Ich habe früher Cosby Show geschaut, zum Beispiel Bill Cosby. Es war so eine schöne, heile Welt und irgendwie, da wurden so ganz tolle Werte vermittelt und es war einfach nur, das war eine schwarze, etwas besser gestellte Familie, glaube ich, in Brooklyn, die einfach so einen Alltag porträtiert hat, wo es ein paar kleinere Probleme gab und man hat es als Familie am Ende der Folge irgendwie immer aus dem Weg geräumt und gemeinsam an einem Strang gezogen. Und dann kam eine schrecklich nette Familie zum Beispiel als Gegenentwurf. White Trash. Genau, total degeneriert so. Und heutzutage irgendwie wie lieblos Filme, Serien, Kinder, Cartoons, ich glaube, wir hatten es noch vor Aufzeichnung kurz davon, heute gemacht sind. Also es fällt mir dann schwer, da kein Programm dahinter zu sehen, ja. Ja, vor allem, wenn du anschaust, was aus der Jugend geworden ist in Amerika. Also ich sehe jeden Tag Videos von extremen Gewaltausbrüchen, gerade seitens von Jugendlichen, das potenziert sich in meiner Wahrnehmung jedes Jahr immer weiter. Gerade was in den demokratischen Staaten angeht, wo die Strafverfolgungsbehörden extrem lasche Gesetze mittlerweile haben. In San Francisco oder Kalifornien werden Delikte bis $1,000 gar nicht mehr geahndet. Das geht so weit, dass die Leute einfach in den Laden reingehen, alles ausrauben. Die Geschäftsinhaber machen nichts dagegen, weil sie Angst haben wegen Rassismus, dann
dann auch noch angezeigt zu werden, wenn sie da einen Schwarzen irgendwie am Diebstahl verhindern. Und die verkaufen das dann 3 Blocks weiter auf der Straße, das ganze Zeug, was sie vorhin gerade noch aus dem Laden mit Schubkarren teilweise, also mit großen Säcken und Kartons rausgetragen haben. Und diese Nichtverfolgung von Gewaltdelikten und Strafdelikten, das in meiner Wahrnehmung wird es immer krasser, dass also ganze Horden von Jugendlichen jetzt Läden gezielt überfallen mit 50, 100 Leuten. Da gibt es Videos von Überwachungskameras. Du siehst, wie die Scheibe von innen, also du siehst die Kamera von innen, plötzlich wird die Scheibe eingeschlagen von außen, die Tür wird aufgehebelt oder irgendwas. Teilweise fahren sie mit dem Auto rein, brechen die Scheibe auf und dann kommen 50 Leute, tragen alles raus, was irgendwie geht und weg. Und das habe ich jetzt schon, ich weiß nicht, dutzende Male gesehen. Das scheint offensichtlich immer normaler zu werden da drüben. Und jetzt der Bogen zurück zu dem eigentlichen Ausgang. Wenn die Jugend so verroht ist, ist es vielleicht ein Produkt dessen, was die 15, 20 Jahre lang konsumiert haben. Weil wenn du dir das heutige Jugendprogramm anschaust, und da ist jetzt Amerika kein besonderes Beispiel oder keine Ausnahme dafür, sondern ey, zapp dich mal am Sonntagmorgen und am Samstagmorgen durch die Kinderkanäle in Deutschland durch. Mhm. Wow, also kein Wunder, dass die Jugend plötzlich so abdriftet. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung, die ich hier habe? Absolut, absolut. Aber Hauptsache, dass jetzt alles diverse wird. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, dass jetzt alte Disney-Filme neu aufgelegt werden mit diversen Charakteren. Also jetzt gerade neuestes Thema Tinkerbell, also Peter Pan, wird neu aufgezeichnet, also ist schon fertig. Mit einer schwarzen Tinkerbell, wo auch jetzt schwarze Frauen sagen, ich brauche keine schwarze Tinkerbell, um mich mit diesem Charakter zu identifizieren. Mhm. Es geht ja nicht um die Hautfarbe, sondern es geht um die Charaktereigenschaften, die diese Person oder dieser Charakter den Kindern vermitteln soll und nicht, welche Hautfarbe es hat. So, ne? Dass sogar jetzt auch die Schwarzen sagen, ich brauche jetzt auch keine schwarze Cinderella oder sowas in Zukunft. Ne? Darum geht es halt gar nicht so. Und das wird jetzt so hart durchgehauen gefühlt. Also jetzt wird ja alles nochmal neu aufgelegt und ja, das macht auch, ich weiß nicht, ob ihr auch, da habe ich mich auch drüber aufgeregt, die Serie Bridgerton oder Bridgerton, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ist auf Netflix so eine Serie über Aristokraten, 18. Jahrhundert, englische Aristokraten und da ist die Hälfte des Casts schwarz. Ja. Sorry, also man muss ja dann auch irgendwo geschichtlich korrekt bleiben und in dieser Zeit waren die einzigen Schwarzen dort Sklaven. Und das ist Fakt. Und das tut mir auch leid, dass es so ist. Aber du kannst es ja jetzt nicht verschönen und sagen, weil wir jetzt gerade im Jahr 2023 sitzen, müssen jetzt reiche englische Aristokraten schwarz werden, weil wir das gerade so schön finden. Oder schwul. Die waren bestimmt auch schwul, aber nicht öffentlich. So, also das ist so dieses Vermischen von Fakten, weil das ist ja überhaupt nicht mehr geschichtlich korrekt. Also so gar nicht mehr. Nicht mal annähernd. Ich habe noch ein krasses Beispiel, was heißt krass, ist es nicht, aber es gibt eine Neuverfilmung von Tod auf dem Nil. Und zwar ist das der zweite Teil aus der Serie, die Kenneth Branagh gemacht hat. Der hat schon Der Mord im Orient Express verfilmt, großartiges Kino mit tollen Bildern, Schauspielern, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, die ganze Hollywood-A-Prominenz ist da dabei, Johnny, also ja, alle möglichen. Und der zweite Teil ist eben auf Tod auf dem Nil und da gibt es dann eben diese Story, na, und als dann einer nach dem anderen stirbt, werden die Leichen nach und nach weggetragen und die Schiffsbesatzung, das sind immer Frauen, teilweise weiße, teilweise dunkelhäutige Frauen, die da mit relativ kurzer Bekleidung rumlaufen, weißt du, mit so Strümpfe bis zum Knie hoch und dann eine Shorts drüber, so dass also quasi vom Knie bis zum Oberschenkel die Hälfte frei ist und oben einfach nur noch ein T-Shirt. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, das spielt irgendwann wann? 30er Jahre Ägypten, wenn es da Frauen gab, die in Ägypten irgendwo einen Job hatten, dann war das nicht als Schiffsbesatzung und schon gar nicht in Kleidung, die sogar für europäisch-weiße Verhältnisse ziemlich, ziemlich freizügig gewesen wäre oder so. Also diese Darstellung von historischen Situationen und Szenen im woken Zeitgeist, das ist, so ein Ausdruck dieses Denkens dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob das einen Rückschlag gibt, irgendwann mal so ein Backlash. Also manchmal finde ich für die englischen Worte keine deutschen Begriffe dafür. Manchmal ist es okay. Du musst auch nicht Klapprechner sagen.
Ja, aber es ist echt offensichtlich. Und auch wenn ich jetzt neue Trailer anschaue, ich bin Cineast, ich gucke mir viele neue Filme an und ziehe mir natürlich vorher die Trailer rein, dann kommt schon, auch bei neuen Staffeln, kommt irgendwas, ja, der Klimawandel hat dafür gesorgt, dass die Erde ab 2100 unbewohnbar wurde und deswegen sind wir jetzt da und dahin. Oder die Temperatur wird immer krasser. Bei Interstellar hat es auch schon angefangen, so nach Motto, ja, damals wurde alles heißer und so weiter. Es ist immer Klima, Klima, Klima. Und dann kommt noch Vogue dazu und Menschenrechte geht immer, weißt du so, du wirst eigentlich, egal bei was, immer beaufschlagt mit dieser durchtränkten Agenda. Du kannst dich gar nicht mehr so richtig mal in ein anderes Universum begeben von den Gedanken her. Einfach so einen Film angucken, so ganz unpolitisch, einfach just zack, ab ins Weltall und so. Nein, es ist immer Botschaft. Es ist immer durchdrücken, 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 ja. Robert, ich habe tatsächlich den Übergang des Jahrhunderts jetzt. Und zwar habe ich bei Marc Friedrich auf Twitter entdeckt. Er hat es, glaube ich, aber auch nur repostet. So Tagesschau, ich weiß nicht, ob es im zweiten lief oder im ersten, Wetterbericht. Und es kommt eigentlich nur die Wettervorhersage. Und auf einmal steht dieser Ansager da und es kommt wie so ein Cut. Und er geht auf einmal irgendwie auf CO2-Gehalt und dass der stetig ansteigt und auf die letzten 3 Jahre und dann natürlich wieder so eine rote Grafik. Ja, ja. Und danach ist wieder Cut und er sagt, so, das war kurz der Klima-Einspieler. Ja. Und wie ganz viele Twitter-User, einschließlich Marc Friedrich und mir, haben sich viele gefragt, seit wann wird das denn gemacht? Vielleicht können wir es mal ganz kurz zeigen. Thema Schnee in der kommenden Nacht auch in den westdeutschen Mittelgebirgen ein großes Thema werden. Es wird auf jeden Fall ein paar Flocken geben. Bevor ich damit weitermache, ein kurzer Einschub. Es gibt einen neuen Rekord beim Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre, gemessen am Observatorium auf dem Berg Mauna Loa auf Hawaii. Das hier sind die Messungen, der tagtäglichen Messungen der letzten beiden Jahre. Der Höhepunkt normalerweise im Monat Mai. Der Höhepunkt steht uns also noch bevor. Aber in dieser Woche wurde ein neuer Rekord gemessen und zwar mit 424,83 ppm. So viel seit Messbeginn gab es noch nie in der Atmosphäre. Von diesen Klimanachrichten zurück zum Wetter. Und da sehen wir diese Wolken. Ja, vielleicht ist das Beispiel jetzt nicht so spektakulär und krass gewesen, aber trotzdem gab es diese, und jetzt ein kurzes Klima-Update. Gehen wir mal auf Hawaii. So, erstens mal voll aus dem Kontext, es ging um Deutschland. Und dann so dieser Alarmismus und dann sagte sogar selber danach noch, und das war's sozusagen mit der Klimawerbung. So wie hier nochmal die Bilder von Bergamo. Nur, dass sie sich daran erinnern, dass sie Angst haben müssen. Ja, ja. Aber gut, dir ist dazu auch direkt was Passendes eingefallen, Robert, oder? Kommen wir zur Klimavorhersage des Tages, weißt du so. Das wird dann irgendwann ganz normal sein, ja. Pass auf, ich habe dieses Bild nochmal rausgegraben. Das ist ja auch schon seit einiger Zeit rumgegangen, letztes Jahr spätestens. Wir sehen hier einen Ausschnitt von 2017 oben. Im Sommer, ja, irgendwann, gerade hier 21.06. Sommerbeginn, sehr heiß. 36 Grad hier, 33 an der Küste oben auch noch, über 20 Grad. Also es war richtig, richtig heißer Sommer. Und wir sehen, die Farbgebung der Landschaft ist grün. Ja, im Sommer grünt es. Ja, so. Und dann 5 Jahre später, letztes Jahr im Sommer, sind wir schon quasi auf dem Mars gelandet, weil alles in glutroter Hitze verschwindet. Das ist gar nicht manipulativ, hat die Tagesschau dann eben auch darauf reagiert. Das entspricht einfach nur der Visualisierung, bla 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 und so weiter. Also das nennt sich Nudging. Also schubsen in eine bestimmte Richtung, die Menschen mit einem Thema beaufschlagen und immer und immer und immer wieder in die gleiche Richtung führen, damit auch der letzte Depp verstanden hat, dass jetzt Klima, Klima, Klima und sonst gar nichts mehr. Auch hier dieser kurze Einschub. Ach ja, übrigens, wir haben jetzt den höchsten Wert an CO2, was eigentlich was Gutes ist, ja, was eigentlich eine gute Nachricht wäre. CO2 heißt Wachstum, heißt mehr Grün, heißt weniger Wüste, heißt mehr Lebensmittel. Das ist immer eine positive Zeit mit mehr CO2. Aber dadurch, dass halt dieser wissenschaftliche Konsens seit Jahren hier fälschlicherweise konstruiert worden ist, sind die Leute so drauf getriggert. Und werden natürlich dann auch getriggert, wie wir ja sehen, wenn man dann, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Einen Moment, ich muss, beim Umschalten hat sich das Bild verschoben. So, zack.
Ich versuche da einen Schnitt zu finden. Und es ist ja kein Wunder, dass die Leute dann total hibbelig werden, wenn sie eben permanent mit dieser Agenda, mit dieser Propaganda Druck beaufschlagt werden. Da kann man sich ja gar nicht mehr entziehen, weil wir sind jetzt eine Ausnahme und auch alle unsere Zuschauer sind ja diejenigen, die aktiv nach anderen Informationen suchen. Ja, also man weiß ja, dass man in diesen Massenmedien in eine Richtung geschoben wird und geht absichtlich heraus und versucht dann eben das Bild neu zu justieren und feiner zu finden, was stimmt denn jetzt, was stimmt nicht. Und aber der normale Konsument, der ist sich dessen noch nicht mal bewusst, dass er nur einen Teil sieht und er sieht auch gar nicht, dass er in eine Richtung getrieben wird. Und das ist eine verheerende Entwicklung, wirklich. Also egal, wir könnten jetzt jedes Thema der Massenmedien eigentlich annehmen. Es ist immer, du kannst mit, bis auf die Lottozahlen und die Fußballergebnisse, kannst du eigentlich sagen, das Gegenteil von dem, was man dir gerade gesagt hat, da kommst du dann der Realität ziemlich nahe. Ja, es gibt ja den Spruch mit, es ist 20 Uhr, willkommen zur Tagesschau. Damit ist schon das meiste an Wahrheit gesagt für die nächste Viertelstunde. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, Nudging, guter Punkt. Ich habe auch das Gefühl, ich muss echt sagen, ich habe jetzt Daniele Ganser wieder beim Fair Talk gesehen. Ganz aktuelle Sendung, absolute Empfehlung an die Community mit Hans-Joachim Marz auch. Einfach wirklich großartig, nur weil Marz oder Ganser drin sitzen, muss es jetzt auch nicht eine Hammer-Sendung werden, aber die Dynamik war auch einfach so gut. Und dann meinte er auch so geil, Ganser meinte, für die Ungeimpften war 2022 eigentlich dann im Februar diese Erlösung auf eine total zynische Art und Weise, weil plötzlich das Angstnarrativ wieder abgewechselt wurde und abgelöst wurde. Auf einmal war endlich wieder der Russe schuld. Dann hat es ein bisschen den Druck entlastet. Und dann meinte er so, und da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil er auch einfach so ein kluger Kopf ist, hätte man 2001 im September Leuten von einem Virus erzählt, dann hätten alle gesagt, hä, warum hast du Angst vor irgendeinem Virus? Weil er sagt, es war damals halt nicht die aktuelle Angst. So, du musst schon die aktuelle Angst bedienen. Virus interessiert uns gerade nicht. Ja. Uns interessiert gerade islamischer Terror. Und da habe ich auch so gemerkt, es ist so stumpf, es ist so bescheuert, es funktioniert immer nur durch Angst. Und das Ding ist, dieses Klimanarrativ ist größer als alle anderen Narrative, weil das ist sozusagen das weltumspannende Glaubenskonstrukt. Das hat auch nie eine Phase. Klima ist immer. Klima war schon vor 15 Jahren und Klima wird in 15 Jahren noch sein. Das ist auch was nie extrem kommt oder extrem geht. Das ist das, was unsere gemeinsame Bedrohung ist als Planet, als Erde, als Menschheit. Das ist das Gefährlichste für mich überhaupt, dieses Klimanarrativ. Und deswegen so. Aber das ist meiner Meinung nach nicht auf der ganzen Welt gleich. Also geh in den Osten der Welt, Russland, China, in diese Region. Ich habe das Gefühl, da ist die Klimaangst nicht so groß wie hier. Also je westlicher du gehst und je westlicher orientiert die Gesellschaft oder die Regierung oder die Politik ist, desto größer ist die Angst vor dieser Klimakatastrophe. Ja, frag mich gerade, wie Russland auch, es gab auch Ankündigungen seitens der russischen Regierung, dass also Klimaschutzbestimmungen und Klimaschutzmaßnahmen hier auch mit auf der Agenda stehen. Ich nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber auch aus dieser Richtung kommt was, obwohl China natürlich wenig, weil die jede Woche ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen lassen. Eben. Ist denen der CO2-Gehalt mehr oder weniger wurscht. Aber was so wirkmächtig ist bei der ganzen Klimapanik, das wirkt über alle Grenzen und über alle Religionen hinweg. Egal ob Juden, Moslems, Christen, Hindus, Buddhisten, Atheisten, die sind alle gleich vermeintlich bedroht. Und damit ist es natürlich ein globales, ein universelles Thema, das du immer bespielen kannst. Und wir wissen ja mittlerweile, das ist jetzt auch kalter Kaffee, aber ich möchte es kurz erwähnen, dass diese ganzen Klimakonferenzen eigentlich nichts als Ergebnis bringen, außer wieder einen neuen Panikbericht, aber sich ein ganzer Teil der Gesellschaft auf dieses Klimathema draufgesetzt hat und dann mehr oder weniger da ja in Kost und Logis lebt, weil wir retten ja das Klima und deswegen können wir auch das teuerste Steak aus Brasilien oder aus Uruguay uns einfliegen lassen. Wir essen von den edelsten Caterern essen wir, da werden 30.000 Propagandisten eingeflogen, junge Influencer, und das kostet ein Vermögen.
Und das ist im Endeffekt, verzeiht mir dieses Wort, aber die sitzen wie eine Zecke am Wirt an dieser Gesellschaft und saugen da das ganze Blut ab, also das ganze Geld für diese Maßnahmen, für diese Kampagnen, für diese Konferenzen und so weiter. Da gibt es sehr viele Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen. Ist auch keine neue Erkenntnis hier. Aber das hat sich verselbstständigt. Und diejenigen, die da jetzt davon leben, die haben natürlich das größte Interesse, dass diese Panik weitergeht. Genauso wie die Amatonio Andeo Stiftung. Wie heißt Wolfgang Amadeus Mozart. Nein, wie heißt jetzt genau Amadeo Antonio Stiftung, genau, Wortdreher. Die braucht ja auch überall nur Nazis und Rechts und Demokratiefeinde, um überhaupt eine Existenzberechtigung zu haben. Deswegen ist Sundermeier und Co., diese ganzen Nasen von den Öffentlich-Rechtlichen, die ja nichts anderes haben wie das als Identifikationsfigur, brauchen die ja dann überall Nazis auf den Querdenker-Demos, weil da haben sie eine Daseinsberechtigung. Der Sundermeier ist arbeitslos an dem Tag, wo ihm die Nazis ausgehen, so wie die Feministen haben nichts mehr zum Kämpfen, deswegen müssen sie die Feuer selber legen, wie eine Feuerwehr, die Feuerwehr in der Stadt, in der es keine Brände gibt. Genauso, letzter Punkt, letzter Satz zu diesem Klimathema. All die ganzen Propagandisten, die wären alle arbeitslos und betätigungslos und ohne Einkommen, wenn diese weltweite Panik nicht so wäre. Und es ist natürlich der woke Zeitgeist. Ja, man hat sich quasi die Weltenrettung auf die Fahnen geschrieben. Man möchte das, die Ultima Ratio haben in Sachen, wir dürfen das, wir legen den Verkehr lahm, wir beschmutzen Denkmäler, wir machen Aufmerksamkeit. Die ganzen Aktionen, die jetzt gerade stattfinden, alle unter diesem einen Narrativ. Und das ist halt 40 Jahre lang in die Köpfe der Menschen eingehämmert worden. Und das funktioniert wirklich fantastisch. Ist jetzt nicht so angekündigt worden, dass Extinction Rebellion oder Last Generation Berlin mehr oder weniger lahmlegen möchte in den nächsten Tagen? Ich meine, wisst ihr, was es bedeutet, wenn so eine Stadt wie Berlin dann plötzlich da an den wichtigsten Verkehrspunkten dann wieder mal für stundenlang im Stau steht alles? Puh. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Noch ganz kurz auch zu dem berechtigten Einwurf von Dagi, dass es nicht überall so gepusht wird. Dieser, wie heißt der noch, Kinsin oder sowas, den hatten wir hier auch mal, diesen Briten, der da in Oxford irgendwie diesen Debating Club da führt. Mhm. Konstantin Kinsin. Mhm. Der meinte ja auch, es ist halt im Endeffekt, es ist ein First World Problem. Die Länder, die sich damit noch nicht rumschlagen können, weil sie noch tatsächlich Probleme aus der Welt schaffen müssen, die pushen diese Klimaagenda nicht so krass. Mhm. Also für mich ist es auch diese ganzen Klimakleber, dieses Überprivilegierte, nie sich Sorgen machen müssen. Dann machst du dir irgendwann Gedanken um Dinge, die dich gar nicht existenziell betreffen. Also du hast gar kein Fight or Flight irgendwie in deinem Leben entwickelt, weil du nie fighten musstest oder flighten. Um es mal in schöner deutscher Sprache auszudrücken. Und dann sagst du halt, ja, aber hier, ihr seht's alle nicht. Im Endeffekt ist es ja auch so, denn ihr müsst alle aufwachen. So, wir sind die, die es schon erkannt haben. Die sehen sich als die Erwachten, weil die sonst nichts haben. Ich hab's euch ja schon mal erzählt. Ich habe ja gesehen, wie einer hier die Wälder bewohnt, dann mal kurz zum Wochenende hin am Rande des Dorfes von seinem Papa mit einem fetten GLC abgeholt wird und nach Hause gefahren Dagi, wird. Das musst aber du nochmal genauer machen. Du wohnst wo in der Nähe? Da war doch vor kurzem dieses Walddorf. Lützerath, oder? Lützerath, genau. Das war doch vor. Genau, du wohnst um die Ecke von Lützerath, da wo diese Besetzung stattgefunden hat von dem Dorf, das den Braunkohletagebau quasi weichen musste. Genau. Und da hast du eine Situation beobachtet. Erzähl mal im Detail, was hast du das, da? Das war schon weit vor Lützerath jetzt, als das letzte Mal hier die Großdemo war und unsere Göttin Greta von Thunberg war ja auch da, aber das war weit vorher schon, das war letztes Jahr war das, glaube ich, dann war ich tatsächlich dann mal in der Ecke joggen und dann haben wir da so Jungs getroffen, die kamen aus dem Wald heraus und das waren wirklich junge Burschen und ich dachte, gut, die haben da vielleicht ein bisschen gespielt, also so hätte ich das früher gemacht als 17-jähriger Dödel, aber die meinten zu uns, nee, wir wohnen hier im Wald und nicht so, wie du wohnst im Wald, ne, was ist hier los? Und dann haben die uns mitgenommen in ihr Dorf. Und tatsächlich haben die da die Bäume bewohnt. Also die haben mal Baumhäuser gebaut, wirklich hochprofessionell, da kann man echt nichts gegen sagen. In diesen Hütten alles voll Hightech, Laptops, alles Apple-Produkte voll.
da war tatsächlich auch ein kleiner Heizofen drin, wo ich dachte, okay, auf dem Baum aus dem Holzhaus würde ich jetzt nicht unbedingt einen Ofen heizen mit Feuer und so, aber gut, scheint zu funktionieren. Naja, und dann eine Woche später war ich wieder an diesem Dorfesrand und sehe dann, wie einer kam total schmutzig mit seinem Rucksack aus der Richtung des Waldes, geht Richtung Dorfrand, wo es dann schon Richtung Autobahn geht und steht dann also an der Straße. Und ich beobachte das und sehe, wie dann ein dicker SUV, Mercedes, angefahren kommt, stellt sich dann vor diesen Jungen, Kofferraum geht auf, der Junge schmeißt seinen Rucksack rein, steigt ein und fährt mit nach Hause. Also da saß ein älterer Herr drin, ich hoffe, dass es sein Vater war, und ist dann gefahren. Und so sieht das nämlich aus. Die hängen dann unter der Woche in diesen Baumhäusern und streiken und demonstrieren und zerstören teilweise auch die Dörfer da, weil die haben die jetzt tatsächlich unbewohnbar gemacht und am Wochenende fahren die dann mit ihren Eltern nach Hause und genießen dann ihr Leben wieder mit Smartphone und Laptop und dem Luxus, den man so hat, wenn man zu Hause ist. Zentralheizung, Fußbodenheizung, ja. Netflix. Aber so viel zum Thema, ne, hier SUV verbieten und Motoren verbieten und was sie da alles bestreiken, aber Ende des Tages leben die dieses Leben auch. Und das ist, finde ich, das ist ja das Lächerliche, was total unglaubwürdig macht. Man predigt Saft und trinkt Wein, oder wie war das? Wasser. Das ist halt Wasser. Und Wasser predigen und Wein trinken. Wein trinken. Wahrscheinlich denken die Eltern tatsächlich, wie du es auch vorhin angesprochen hast, Robert, wir können ja SUV fahren. Unser Kind klebt sich dafür ja auf die Straße fürs Klima. Also es gibt ja diese Theorie von diesem internalisierten Karma-Punktesystem oder internalisierten Ablasshandel, dass du denkst, wenn ich nur, wie hat es die Annalena Büchs oder wie die heißt, gesagt, sie spenden jedes Mal, wenn sie sich ein Saudi-Arabien-Spiel, nee, Katar-Spiel angucken, genau. Wegen der Menschenrechte. Ja. Das war die Vorsitzende des Ethikrates oder ist es, glaube ich, sogar noch. Ja. Und es ging eben um böses Katar, gutes Katar, kann man eine WM da machen? Und ihre Söhne und sie spenden dann für jedes Fußballspiel einen Betrag an die Organisation. Die ist auch ein Schildkrötenpfosten, oder? Wie geht der Spruch? Ja, Schildkröte auf dem Pfosten, so nach Motto, du siehst du weißt genau, diese Schildkröte ist da nicht alleine hingekommen. Sie ist also durch fremde Hilfe auf diesen Posten gekommen. Sie weiß gar nicht, was sie da tut. Sie kann sich da auch nicht mehr oder weniger fortbewegen. Sie sitzt da und ist immer noch auf fremde Hilfe angewiesen. Und so Schildkröten, Pfostenschildkröten sind in unserer Politik häufig zu finden, Das Bashing von Annalena Baerbock in China, das lassen wir jetzt weg, das haben andere in jedem Kanal wurde das schon gemacht, auch bei uns, deswegen lassen wir das jetzt hier sein. Aber ja, sonst kriegen wir auch eine Strafe hier, hör mal, die deutsche Justiz, die ist ja jetzt sehr hart, was Annalena Bashing angeht, wo wir gerade beim Thema sind. Wir dürfen bloß nichts sagen. Also Annalena ist die beste Ministerin, die ich mir jemals vorstellen konnte. Yes. Es gibt ein aktuelles Urteil diesbezüglich, oder? Wen hat es da erwischt? Genau, Tim Kellner, a.k.a. Love Priest, der wurde verurteilt tatsächlich zu 8 Monaten Haft, die jetzt auf 3 Jahre Bewährung ausgesetzt worden sind, weil er ein Video in seinem, nenne ich jetzt mal Podcast, veröffentlicht hat, wo er über Annalena Baerbock scherzt. Und das hat sie tatsächlich jetzt, ja, benutzt und ihn verurteilt. Das müsste aber ein sehr derber Scherz gewesen sein, oder? Weil was hat er denn gesagt? Ich weiß nicht, Aaron, weißt du, um welches Video es da explizit geht? Also der Faktenfrieden-Freiheit, der Sebastian hat da auch was gemacht, aber die haben nie über das Video an sich gesprochen. Deswegen, ich weiß leider nicht, welches Video es genau war, aber ich verfolge tatsächlich öfter mal die Videos vom Love Priest und es ist halt immer derbe, es ist halt Love Priest so, ne? Das ist halt immer ein bisschen unter der Gürtellinie, aber da etwas gefunden zu haben, was jetzt wirklich hart unter der Gürtellinie ist, was man jetzt verurteilen könnte, wüsste ich nicht auf Anhieb, um ehrlich zu sein. Man kennt ja irgendwann so sein Konzept, er führt Leute so ein bisschen vor oder zieht sie durch den Kakao. Ich glaube sogar, es ging ich weiß gar nicht, was der Anklagepunkt war, ob es sozusagen Verleumdung und üble Nachrede sowas war, wie es bei Safsan Cebli ja oft der Fall war, wo die ja, glaube ich, was habe ich letztens gesehen, 80
Anzeigen in der Woche raus. 35. 35 in der Woche. Und die Tagesschau hat ihr Buch übrigens beworben, was bei Amazon 1,2 Sterne, glaube ich, Bewertung hat. Aber anderes Thema. Und dazu kommt ja auch noch die Frage, wenn es jetzt wirklich nur um so, du hast mich durch den Kakao gezogen geht, würde man dann jemanden verklagen, der gerade Krebs hat und dafür sorgen, dass er noch 8 Monate Bewährungsstrafe hat? Denke ich mir auch so, lässt halt menschlich wieder tief blicken. Ich würde mir dann halt so denken, du bist ein Arschloch, ich werde mit dir nie was trinken gehen und wir begegnen uns hoffentlich nie, aber ich kann es jetzt mal dabei belassen, weil ich bin Außenministerin und verdiene wahrscheinlich das 20-fache von einem Durchschnittsgehalt von euch allen da unten. Naja. Mhm. Aber vor allem dem Kontext könnte man ja als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, Tausende von Anzeigen rausschicken, täglich wahrscheinlich. Vor allem, sie bietet natürlich auch eine riesige Plattform mit dem, was sie da erzählt. Also, wenn du natürlich zu blöd bist und aus Versehen den Krieg erklärst, ja sorry, dann musst du dich nicht wundern, wenn Leute über dich lachen. Also gerade was die Reise von ihr betrifft, was da eine Hongkonger Zeitung geschrieben hat, ich habe es jetzt nicht mehr vor Augen, ich habe es gestern Nacht noch sehr spät gelesen, deswegen versuche ich es hier gerade aus der Erinnerung rauszuholen, dass das also dass das in China angekommen ist, wie fast schon eine Beleidigung, dass man so eine Person nach China runtergeschickt hat. Man hätte das diplomatisch ganz anders aufziehen müssen, dass man, also der diplomatische Ton, der im asiatischen Raum sehr groß gepflegt wird, also dieses zwischen den Zeilen lesen können, wenn die da sich irgendwelche diplomatischen Noten austauschen, wenn die sich da unterhalten, das hat die überhaupt nicht gemacht. Die ist da hingegangen, hey, wisst ihr was? Ich will mir von dir Zucker leihen, aber eigentlich bist du ein Arschloch. Aber gib mir den Zucker, sonst bin ich sauer. So mehr oder weniger kam die da an. Sie hätte eher sagen müssen, so, ja, ich bin auf der Suche nach Zucker und ich hoffe doch, dass ich irgendwie eine Lösung finde, Zucker zu finden, trotz aller Missverständnisse und so weiter, wäre es doch gut im gemeinsamen Interesse, dass mein Zuckerproblem gelöst wird und daraufhin aufbauend könnten wir dann gegenseitig uns Zucker geben. Das ist jetzt alles totaler Quatsch, was ich sage. Beispiel, aber vom Prinzip her, ja, dass die einfach wie so ein Elefant im Porzellan Laden da reingegangen ist, ohne auch zu wissen, wie man sich diplomatisch verhält. Sie hat ja keine diplomatische Schule durchlaufen, sondern die ist ja nur die Kaderschmiede durchgegangen. Also sie wurde von Posten zu Posten quasi weitergereicht. Wie nennt sich das? Das Peter-Prinzip? Immer bis zum maximalen Punkt seiner Unfähigkeit zu kommen und dann wegbefördert zu werden. Ja, nach die Treppe nach oben zu fallen, so von der Leyen mäßig. Ja, einfach nur scheitern und dann nach oben scheitern, sozusagen. Ja. Lück dich hoch. Und das wird in der Welt so ziemlich mit Stirnrunzeln beobachtet, wie Deutschland den obersten Vertreter des Diplomatenkorps so bestücken kann und dann natürlich dann auch das in die Welt hinausstrahlt. Also ich finde, die Beschreibung Deutschlands zur jetzigen Zeit ist in der Außenwahrnehmung in Annalena Baerbock eigentlich ganz richtig. Also ja, das Land an sich ist so, wie die Baerbock im Außen auftritt. Also total, ich kann es jetzt gar nicht genau festmachen. Wie im Innen, so im Außen, könnte man auch sagen. Eigentlich, ja, das ist dieses hermetische Prinzip. Also du kannst diese ganzen Köpfe zurzeit, auch diese Führungsfiguren, auch wirklich symptomatisch verstehen für das, was im Inneren brodelt, nicht funktioniert, für dieses kindliche Weltbild, für diese Unfähigkeit. Absolut, sehe ich genauso. Und es ist wirklich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass in der Nachbetrachtung in 10, 20, 30 Jahren, ich glaube, Annalena Baerbock ist mal irgendwann die Witzfigur dieses Landes. Es ist wirklich haarsträubend, das ist unfassbar. Da wird es keine, die wird keine große Politikerin bleiben in der Wahrnehmung oder irgendwie. Jetzt schon nicht. Genau, also das ist wirklich, da wird man sich immer drüber lustig machen und das wissen doch auch, also wirklich, egal wer wie wählt und was wer für politische Überzeugungen hat, aber dass Annalena Baerbock wirklich eine, also wer hat's mal gesagt, die würde normalerweise, dürfte die keine Sparkasse führen, hattet ihr, glaube ich, in der letzten Sendung, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Lavrov hat doch auch mal irgendwann, weil du gerade diese diplomatische Ebene angesprochen hast, noch vorm Ukraine-Krieg war doch, glaube ich, die britische Außenministerin bei ihm. Also so vergleichbare Position, auch eine Frau Außenministerin und sowas. Und er hat doch dann irgendwie danach auch mal erzählt, der hat sich eine halbe Stunde lang mit der in einen Raum gesetzt
Und er hat irgendwann dieses Gespräch abgebrochen, weil der gemerkt hat, die hat überhaupt gar keine geopolitische Vorbildung. Die ganzen, diese Russen, diese Chinesen in diesen höheren Ämtern, das sind Intellektuelle. Die haben studiert. Wahnsinnig, die haben genau studierte Politologen, könnte man sagen, die sich wirklich bis ins FF, denen fällt auch kein, denen kommt so ein Fauxpas gar nicht unter. Das wäre das Allerpeinlichste für die. Da gucken die drauf, dass es in ihrer Karriere nicht einmal vorkommt, ja. Was Annalena Baerbock alle zwei Tage abliefert. Unfassbar. Jetzt habe ich mich auch in Rage geredet. Ja, überleg mal, ein Mensch, der sagt, andere Länder, die hunderttausende Kilometer weit entfernt sind, bestätigt ja eigentlich, dass da in Sachen Allgemeinbildung eigentlich nichts vorhanden ist. Und man kann es jetzt auch nicht so nach Motto, das war ein Versprecher, zurückreden, weil die ja permanent diese Versprecher raushaut. Ja, übrigens werden bei den Abschriften der Bundestagsreden, da musste sie vor kurzem Rede und Antwort stehen bei irgendeiner aktuellen Fragerunde im Bundestag, wenn man hinterher das Transkript liest, was ja eigentlich 1:1 übernommen wird von den Rednern, mit allen grammatikalischen Unstimmigkeiten, bei ihr wird es geglättet. Da kommt dann hinterher ein einigermaßen grammatikalisch korrekter Satz raus und auch diese Wortfindungsschwierigkeiten, die sie hat, dass sie statt Begriff Griff sagt oder Transporthuberbrauber und solche Sachen. Die spricht gepanzerte ja auch eine Fahrzeuge, Ostkokaine. Es also gibt ja jetzt lasst schon 200 uns Europa Planung. Gemeinsam verändern. Das ist ja schon Legende, was die Frau da eigentlich abliefert, dass das dann hinterher noch für die Abschrift geglättet wird und geputzt wird, damit es nicht dokumentiert wird. Fürs Protokoll quasi. Ja, also es ist echt unfassbar. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wer protegiert sie? Wer sorgt dafür, dass trotz dieser ganzen Eskapaden und internationalem Porzellan zerschlagen, trotzdem an ihr festgehalten wird? Warum eigentlich? Weil es gab Minister, die sind schon wegen viel weniger zurückgetreten. Mhm. Plagiat. Okay, sie hat gelogen bei dem Lebenslauf. Da stimmt nichts. Das ganze Getue. Sie hat Russland den Krieg erklärt. Also, ja. Normalerweise wäre das schon lange vorbei. Und in meiner Schlussfolgerung oder in meiner Überlegung muss es halt Kräfte geben, die unbedingt wollen, dass diese Frau trampelhaft, darf man das noch sagen, ohne 8 Monate Bewährung, ja, dass die trampelhaft, wir werden sehen, dass die durch die Welt trampelt und hier Porzellan zerschlägt und zwar unwiederbringlich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele ausländische Podcasts und Talkshows und Artikel sich mit der deutschen Politik gerade beschäftigen, weil Deutschland nach wie vor ein großer Wirtschaftsmotor ist. Deutschland ist die Lokomotive Europas noch. Tendenz geht in eine Richtung, wissen wir auch. Also die deutsche Außenpolitik wird natürlich im internationalen Umfeld sehr groß beobachtet. Gerade die aktuellen Entwicklungen bezüglich, wir haben eine Energiekrise, also schalten wir Atomkraftwerke ab. Wir haben eine Krankheit, wir haben eine Gesundheitskrise, also bauen wir Betten und Krankenhäuser ab. Ja, so dieser deutsche Sonderweg, der wird genau beobachtet im Ausland. Und jetzt nicht so nach Motto, lasst uns mal gucken, was die Deutschen machen. Das hat bisher immer gut funktioniert, lasst uns da mitmachen. Sondern eher so als Negativbeispiel, so warte noch mal mit diesen Atomkraft-Abschaltungen. Lasst uns das lieber noch mal überdenken. Ja, vielleicht bauen wir ein paar mehr, so wie sich die Polen gesagt haben. Ja. Ja, wir schalten alle ab und kaufen dann das in Frankreich ein. Das ist doch total logisch. Macht genau. Total dadurch wird nämlich der Strom auch viel billiger, weil der Atomstrom nicht mehr die Netze verstopft. Quizfrage, wer hat's gesagt? Der Erste, der es richtig weiß, kriegt 3 Smileys. Göring ist auf jeden Fall mit dem Namen. Mhm. Ja. Okay, Möbel-Eckert. Wir drehen uns auch hier im Kreis. Wir erzählen ja eigentlich nichts Neues, sondern merken nur, dass es wirklich... Also in meiner Wahrnehmung, und das sind ja doch jetzt ein paar Jahrzehnte, die ich hier bin, ist das politische Personal, aber auch die Aktionen, die sich daraus ergeben, sind einfach nur noch Hanebüchen. Also ich habe heute früh ein Interview gehört von einem Ingenieur, der seit vielen Jahren in der Baubranche tätig ist. Und die haben ein Beispiel gebracht von jemand, der mit Gebäudesanierung zu tun hat oder halt einfach nur ein Beispiel gebracht, was das eigentlich bedeuten würde, jetzt diese Gesetzesvorlage mit den Heizungen, was die da jetzt auf den Weg gebracht haben. Das ist auch eine Totgeburt eigentlich, dieses Gesetz. Aus dem ideologischen Willen heraus geboren, wir müssen die Welt retten. Und ich lese euch jetzt nur mal dieses kleine Beispiel vor, dauert nur 2 Minuten, okay? Ein Fallbeispiel.
Meine Eltern haben 72 ein kleines Haus gebaut, das ich, ja, jetzt 64 Jahre alt, jetzt bewohne. Das Haus hat eine traditionelle Ölheizung, ca. 2.500 Liter pro Jahr verbraucht. Der Rest macht ein Holzofen, soweit so gut, funktioniert seit langem. Nun soll ich das Haus sanieren, weil ein Mann das will. Okay, eine Partei das will. Ich rechne das mal vor. Neue Fenster, mindestens 40.000. Keine billigen Normfenster, sondern richtig gut verglaste. Wärmepumpe, 25.000. Bekannte haben seit Einbau 400 Euro Stromrechnung pro Monat von der Heizungspumpe. Photovoltaik, 25.000. Dachneudecken, dazu noch 25.000. Wand außen isolieren, 20.000. Neue Heizkörper, 5.000. Das kostet zusammen ungefähr 140.000, mindestens. Und damit spare ich dann 1.400 Euro im Jahr, vielleicht. Das heißt also, in 100 Jahren hat sich das Ganze schon amortisiert. Vorausgesetzt, ich kriege einen Kredit. Ach ja, Förderung und Anträge. Wie das läuft, haben wir schon erlebt. Siehe Ahrtal, siehe Heizkostenzuschuss, siehe Grundsteuer und so weiter. Praktisch wird das so ablaufen, dass man einen 50-seitigen Antrag, den keiner versteht, ausfüllen kann, der dann in Monaten bearbeitet wird. Dann bekommt man einen Nachlass auf irgendeine Steuer, die er sich nach unverständlichen Berechnungsgrundlagen richtet. Der Nachlass wird dann vom Steuerberater beantragt, weil man das Prinzip nicht versteht. Und schwupps, in 25 Jahren hat man vielleicht schon theoretisch ein paar tausend Euro gespart. Vielleicht. Leider sind wir bis dahin alle tot. Die Regierung gibt es hoffentlich nicht mehr. Die neue Wärmepumpe ist schon längst verrostet oder muss, neue Vorschrift, ersetzt werden. Blöde gelaufen, sorry, aber da mache ich nicht mit. Und das ist etwas, was ich Land rauf und runter höre von Leuten, die sich damit auskennen. Das Handwerk hat neulich gemeldet, es fehlen uns übrigens 60.000 Heizungsmechaniker. Die gibt's gar nicht. Die müssen wir erst ausbilden. Und vor allem Wärmepumpen bauen ist super aufwendig. Das ist dann so die Spezialistenausbildung für Gaswasserscheiß. Ja. Und es gibt so viele Wärmepumpen gar nicht zum Liefern. Also wer baut die ein? Und mittlerweile gibt es auch schon Meldungen von Diebstählen von Heizungspumpen, von Wärmepumpen, weil die stehen nämlich nicht im Keller, sondern die stehen draußen im Garten. Und in der Nacht kam Familie aus die drei Panzerknacker von Entenhausen, ja, und nehmen das Zeug mit. Also, versteht ihr, in welche Richtung das laufen wird? Es ist zwar jetzt gesetzlich beschlossen, es lässt sich aber letztendlich gar nicht umsetzen. Nur, was das für uns bedeutet, wenn dann wirklich dieser ganze Beamtenapparat hier loslaufen wird und das dann wirklich umsetzt. Wir wissen ja, Corona und so weiter. Wenn der deutsche Beamtenapparat von einer Sache überzeugt ist und den Befehl von oben kriegt, dann läuft das Ding los. Ich sag nur Verweilverbotszone und Verbot der Kindergeburtstagsfeier. Da wird nicht überlegt, ob hier das Ganze Sinn macht oder so, sondern ich befolge nur Befehle. Einer der beliebtesten deutschen Sätze, ich habe nur Befehle befolgt. Das hatten wir schon oft in der Geschichte, weißt du? Und ich sollte mich jetzt etwas runterschrauben von meinem Duktus her, sonst gibt es wieder gehässige Kommentare. Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht die Gelegenheit hätte, mit euch öfters mal hier Dampf abzulassen, dann würde mir das Ganze echt auf den Magen schlagen oder vielleicht auch anderswohin, weil es ist Schwachsinn in Tüten. Und das kannst du eigentlich sehen, wenn du nur einmal die Nachrichten einschaltest. Jeden Tag, an jedem Tag. Ständig. Und ich bin wirklich froh, dass ich zu den Leuten gehöre, die zumindest versuchen, Antworten zu finden und dann auch das Ganze vielleicht noch etwas verbreiten. Das machen wir ja schon seit vielen Jahren. Ich habe nur so Sorge, dass ein Großteil in unserem Land gar nie in der Lage sein wird, das auch nur ansatzweise zu durchdringen, in was von einem Konstrukt er da eigentlich lebt. Die meisten Leute glauben immer noch, ja, wir leben in einem der besten Länder auf der Welt, Sozialsystem, Gesundheitsversorgung, Rente, passt alles, Straßen und so weiter und so fort. Also die Tendenz geht in eine Richtung, in allen Bereichen. Nur ich frage mich, was passieren muss, dass der Durchschnittsbürger, der nach wie vor Tagesschau konsumiert als Ultima Ratio, was passieren muss, dass die endlich schnallen, Moment mal, jetzt läuft es hier irgendwo in die falsche Richtung. Ganz kurz dazu, ich würde mal gern, dann können wir nämlich dazu weitersprechen, einen Artikel einblenden. Und zwar ist es Cicero und die Überschrift ist galoppierende Inflation. Die große Enteignung der Bürger ist politisch gewollt. Aha. Ich habe ja das Gefühl, dass vieles, was wir hier seit 2-3 Jahren auch verhandeln, immer öfter Einzug auch in den Mainstream findet. Und zwar wirklich hier Cicero, ja, ein Politmagazin. Also
vielleicht auch mal ein bisschen noch auf die Bildgestaltung oder Symbolik hier eingehen. Also eine große deutsche Parteivorsitzende mahnt dann mal wieder, wie so oft, zum Verzicht. Und die große Enteignung der Bürger ist politisch gewollt. Galoppierende Inflation, ich finde es halt nur krass, ist politisch gewollt. Mhm. Also das ist ja mal wieder Schwurbelsprache. Ich lese mal vor, vielleicht gibt es auch einige, die uns auf Kopfhörern nur hören nebenbei. Energiepolitik, Heizungen oder Migration und Wohnen. Mit immer neuen Entscheidungen befördert die Bundesregierung den Wertverlust des Volksvermögens. Die nächsten Teuerungsschübe sind beschlossen und in der Pipeline. Mit SPD und Grünen als Hauptakteuren und der FDP als Beschafferin der notwendigen Mehrheiten für die Fortsetzung eines unerklärten Krieges gegen die Normalbevölkerung. Also wir sind bei David Icke oder beim Cicero, würde ich mal behaupten. Wir sind tatsächlich noch beim Cicero. Sowas liest man mittlerweile, 16. April ist der Artikel her, im Mainstream, ja. Und ich meine, was steckt denn da, wenn hier geschrieben wird, es gibt einen Krieg gegen die Normalbevölkerung, so, dann kommen mir direkt 200 Assoziationen, ja. Wen haben wir uns da an die Spitze gesetzt? Warum? Mhm. Warum soll das mit Deutschland gemacht werden? Warum soll das passieren? Ich kenne niemanden mehr, der finanziell nicht in Bedrängnis gekommen ist in den letzten Monaten, vor allem im letzten Jahr. Mhm. Also da ist die Frage, die Robert gestellt hat, wie lange macht die Normalbevölkerung das denn noch mit? Also was muss noch passieren, bis der Letzte denkt, hä, irgendwas stimmt hier ja nicht. Wie lange wird das noch mitgegangen? Das ist die große Frage und das hat Robert ja auch schon gerade gefragt. Wie lange soll das noch weitergehen? Wie wenig Geld am Ende des Monats möchtest du noch haben, bis du denkst, okay, irgendwas stimmt da jetzt hier, war mal ganz gewaltig nicht. Die haben dann auch als letzten Satz dazu mal verglichen, weil man sagt doch oft so im Alltagsgespräch, ja, früher hat doch nicht alles so viel gekostet, auch wenn jetzt 10% Inflation sind. Ich habe das Gefühl, alles kostet das Doppelte. Und die haben dann tatsächlich mal geschaut, also was haben denn Tomaten oder Gurken vor 20 Jahren gekostet? Also nicht vor einem Jahr oder vor zwei. Die sind teilweise auf Teuerungsraten von 400% gekommen im Vergleich zur Einführung des Euro. Mhm. Das Vierfache. So, und in der Zeit hat man vielleicht eine Lohnsteigerung von wenigen Prozentpunkten, wahrscheinlich unter 10 erlebt. Also dementsprechend vollkommene Verarmung der Bevölkerung, gezielt. Und ich bin auch mittlerweile der Meinung, es brodelt. Also ich kann da eine gesellschaftliche Anspannung auch schon fühlen, bei mir selber, aber bei allen Menschen, denen ich... So, weißt du, Urlaube, große Ausgaben, ja. Geschenke, hat sich alles verändert. Ich meine, Aaron, wir haben sogar darüber gesprochen. Ich war letztens selber einkaufen und dann ist mir aufgefallen, ganz normale Gemüsegurke, 1,55 Euro. Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben für eine ganz normale Gemüsegurke fast 2 Euro bezahlt? Da fällt es auf. Bei so ganz kleinen Sachen denkst du dir, komisch, irgendwie weiß ich nicht. Ist die jetzt so lecker, dass du da jetzt bereit bist, fast 2 Euro zu bezahlen? Am Ende schmeckt die ja nur nach Wasser, weil die ja irgendwie aus irgendwelchen Gewächshäusern aus Holland kommen oder Marokko oder so. Man bemerkt auch, dass die Menschen meiner Meinung nach beim Einkaufen immer mehr vorm Kühlregal wirklich lange davor stehen und sich die Angebote anschauen und dann wirklich so gezielt, hier runtergesetzt, das kann ich heute vielleicht mal mitnehmen. Hier, die 100 Gramm Käse kosten mal nur 1,99 und nicht 2,40 Euro. Ist ja abartig. Also ich bin ja auch der Meinung, Lebensmittel ist immer noch ein Faktor im Leben, an dem man nicht unbedingt sparen sollen müsste. Ist es aber das im Leben, was am allerersten wird meistens, weil man spart immer an Lebensmitteln. Und das ist ja eigentlich total verrückt, weil es ist. Es ist das, wovon du lebst. Es bringt dich halt weiter. Du musst dich gut ernähren, damit du gesund bleibst. Und das ist halt der Rattenschwanz. Ernährst du dich schlecht, weil Junkfood und Fastfood ist billiger mittlerweile als gesundes, frisches Essen. So, das heißt, man schwenkt um. Und so ist dieser Zirkel halt da. Man wird krank, ne, weil man ernährt sich nicht gesund, weil es einfach zu teuer ist. Und so, zack, sind wir schon wieder im Schwurbel-TV, weil die Elite versucht uns zu vergiften. So, ne? Aber das ist so. Also Junkfood ist mittlerweile billiger als gesundes Essen. Also wenn du dir jetzt einen Salat kaufst, frisches Gemüse und Obst, ja, da bist du schnell bei 20, 30 Euro. Und ich bin ein Single-Haushalt. Jetzt mach das mal für eine vierköpfige, fünfköpfige Familie. Ich habe vorhin beim Spazierengehen, war wirklich ein toller Spaziergang, habe ich ja vorhin schon gesagt,
es kommt immer mehr Grün, immer mehr Blüten, immer mehr Sonne, immer mehr Vögel. Das ist so das Schöne kommt zurück, das Licht kommt zurück. Und ich habe mir dann auch gedacht, so wie kann man das für sein eigenes Leben das integrieren? Weil wir beschäftigen uns ja mehr oder weniger beruflich den ganzen Tag mit diesen Themen. Wir recherchieren, wir lesen, wir treffen, wir veranstalten, wir organisieren. Das Ganze darauf hinweisen, was schief läuft. Du musst dich ja zwangsläufig dann in den Kaninchenbau hineinbegeben. Wie kann man dann damit umgehen? Was kann man tun, dass man nicht von diesem Strudel in den Abgrund mitgerissen wird? Und ich habe mir dann einfach gedacht, so, ich kann vielleicht die große Matrix nicht so sehr beeinflussen. Wir versuchen es zumindest, weil das, was wir können. Aber die eigene, eine kleine Matrix, die ich kontrollieren kann, die mache ich mir schön. Ich habe neulich einen Tapeziertisch ausgepackt und habe gesagt, da muss jetzt ein frisches Bild hin oder eine neue Wand hin. Ein bisschen renovieren, den Garten schön machen, die Schönheit im Leben für sich selber wiederentdecken und nicht den ganzen Tag nur in diesen Negativgedanken zu sein. Ich bin ein leidenschaftlicher Leser des Blogs von Hartmut Danisch. Also ich finde das großartig, was der alles aufdeckt, weil es ist ein Hochintellektueller, der auch in diesem System verzweifelt ist und nicht gescheitert ist, aber er bezeichnet sich ja selbst als Voyeur und Chronist des eigenen Untergangs. Und ich sehe auch sehr viele Punkte, die ich genauso beobachte. Aber wenn du den ganzen Tag nur in diesem Negativstrudel bist, siehst du ja kein Land mehr. Dann bist du ja nur noch in diesem Negativdenken und das Leben hat wenig Freude dann noch. Egal, wenn um uns herum langsam alles anfängt, der Lack abzublättern. Du kannst es für dich selber noch irgendwie anders definieren oder machen. Oder zumindest im Versuch, da nicht nur negativ zu denken, ja, und das ist gar nicht einfach. Ich weiß, ich sage jetzt, ja, wenn ich kein Geld habe, was soll ich dann machen, ja, aber sich nicht eben in diese Negativität permanent hineinflüchten, das kann nämlich auch gesundheitliche Schäden haben oder auch mental irgendwie ein komplett aus der Bahn werfen. Ich kenne viele Leute, also jetzt mindestens eine Handvoll, die an den Erkenntnissen über die Zusammenhänge auf der Welt gescheitert sind. Die es nicht geschafft haben, in dieser Welt weiter zu funktionieren. Okay, Clemens Awer ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, der durch den Druck von außen sich zum ultimativen Schritt des Freitods entschlossen hat, weil er eben durch dieses Mobbing, durch diese Attacken auf seine Person nicht mehr klargekommen ist und da dann dran zerbrochen ist. Aber man darf nicht nur noch Tim Kellner, Homeoffice, Danisch und so weiter, weißt du so, sondern man muss auch zurückkommen in diesen positiven Vibe und ich sag's nochmal, es ist verdammt schwer, aber beim Aufstehen schon sich mit diesem positiven Gedanken in den Tag hineinbegeben, so, was mache ich heute? Ich durfte aufstehen, ich bin gesund, ich habe zwei gesunde Hände, zwei Füße, die Hände dahin tragen, wo der Kopf ihnen sagt, was sie tun sollen, mach was damit. Nützt diesen Tag, carpe diem oder noch genauer, carpe punctum, nützt den Augenblick auch, ja, nützt es jetzt, ja. Ich freue mich so sehr, wenn wir jetzt aufhören, dann nachher mit unserer Sendung schnappe ich mir die Rasselbande da oben, zack, ab in den Wald und zwar so weit, bis du nichts mehr hörst und dann einfach nur noch Natur und vielleicht ein Video beim Kontrafunk oder so, ja. Ja, ist so. Es fängt bei dir an, es ist wirklich so, das Universum beginnt bei dir und das ist ja das, was du draus machst, wenn du nur negativ bist, dann erlebst du natürlich auch noch Negatives, wenn wir bei Gesetz der Anziehung sind, wenn wir da so ganz weit gehen. Und auch was du sagst, Robert, ich weiß noch, als Corona angefangen hat und die ganzen Zeiten waren, war ja das Thema QAnon auch ganz groß, auch in der Szene, wo wir uns jetzt auch aufhalten. Und viele, viele Leute haben da so fest dran geglaubt und gehofft, dass jetzt QAnon kommt. Es kommt die große Erlösung, das große Erwachen. Und dann werden alle schon sehen, was sie davon haben, die jetzt nicht mitziehen. Und auf einmal war dann nichts so. Und die Menschen, die da so fest dran geglaubt haben und gehofft haben und gewartet haben, die standen dann vor nichts, weil die gedacht haben, so, jetzt kommt einer, ich muss jetzt hier nur warten und der hilft mir dann. Und dann ist alles gut. Aber es kam keiner. Also, und wenn du nicht an dich selber glaubst und nicht erstmal mit dir anfängst und dich auf andere verlässt, dann bist du halt verlassen. So ist es leider. Und viele davon sind ja sehr, sehr, sehr hart in die Realität zurückgerissen worden und gemerkt haben, ja, da kommt aber keiner, der mich jetzt hier rausholt oder der uns alle erweckt und uns hilft und uns erlöst von was auch immer zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist genau das, was du sagst. Man muss immer gucken, dass man selber auf einem Vibe bleibt, auf einer Frequenz, die für einen gut ist und nicht immer darauf hofft, dass andere einem helfen oder diese kindliche Gesellschaft, in der wir uns befinden, dass jemand kommt, der mir hilft, mir was gibt oder mich da rausholt, sondern du allein bist verantwortlich für dich und nur du kannst dir auch helfen. So.
weise Worte. Ich kann das nur unterstreichen, wirklich. Entschuldigung, es ist nicht einfach. Wie gesagt, wenn man in diesen Mühlen des Tages drinsteckt, Arbeit, Familie, Haushalt, die ganzen Rechnungen und das alles, das kann dann natürlich dann runterziehen, aber man kann es auswählen. Man muss nicht nur die nächste Krimiserie und noch einen Mord im Fernsehen und noch einen Tatort, so die, sich abschotten von diesen Negativinformationen empfinde ich auch als sehr wichtig, zumindest zu einem gewissen Teil, ja. Oder wenn man eine schwere Krankheit durchlebt hat, dass man dadurch Kraft schöpft, ja, dass man sagt, hey, ich habe das gepackt, ich darf noch da sein, das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr viel Kraft gibt. Gerade wenn ich jetzt dran denke, wie viele Menschen um mich rum gerade mit sehr großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Jeden Morgen bedanke ich mich beim Schöpfer, bei der Schöpferkraft, beim Universum, dass ich jetzt noch da sein kann, weil ich kann mich noch gut erinnern, vor 10 Jahren, als ich da gesessen bin, so okay, nächste Woche geht's los, erste Chemo. Mal gucken. Also ich habe mich da an so einen See hingesetzt und dem Universum so einen Gruß geschickt, so nach dem Motto, also ich bin mit mir im Reinen, wenn ich jetzt gehen muss, dann okay, ich habe schon bisher ein tolles Leben gehabt, ich bin bereit abzutreten, aber ich würde auch gerne noch ein bisschen länger weiterleben und das Leben mit meiner Frau, mit meiner Familie leben und so weiter. Aber ich bin bereit zu gehen, auch wenn es sein muss. Ich habe meinen Frieden geschlossen damals an dem See beim Sonnenuntergang im September 2013 und ich hatte Glück. Oder es war Bestimmung oder warum auch immer. Aber seitdem bin ich jeden Tag, wirklich jeden einzelnen Tag einfach nur dankbar, dass ich den Tag beginnen darf. Und ich bin kein christlicher Mensch, obwohl ich katholisch erzogen worden bin. Ich bete nicht. Also ich sitze nicht da und sage Ave Maria, gebenedeit seist du unter den Frauen und so weiter. Sondern aber ich bin jeden Tag in Verbindung mit dem Kosmos oder der Schöpfungskraft und bedanke mich bei allen Mächten und Kräften oder Fügungen, die diese biologisch-chemische Einheit erschaffen haben und mich in dieser Erfahrungswelt einfach hergeschickt haben. Ich weiß, dass das nur eine kurze Zeit ist, die wir haben, und ich versuche daraus einfach das Beste draus zu machen. Ja. Ich weiß, dass es jetzt für Menschen, die vielleicht krank sind oder in echt großen Schwierigkeiten sitzen, kein großer Trost ist. Aber letztendlich geht es doch darum, was wir an Erfahrungen mitnehmen in dieser Wirklichkeit, in dieser Dichte, in dieser Materialität. Weil letztendlich werden wir alle irgendwann auf die andere Seite wechseln. Und mitnehmen tun wir dann nur das, was wir als Erfahrung in uns gesammelt haben. Ein Schloss kannst du nicht mitnehmen, eine Yacht auch nicht. Und Herr Soros, auch 100 Milliarden werden Ihnen auf der anderen Seite nichts helfen. Also das letzte Hemd hat keine Taschen, das weiß ja jeder schon. Es gibt so einen abgedroschenen Spruch, aber der passt perfekt dazu. Es ist nicht wichtig, dem Leben viele Tage zu geben, sondern den Tagen viel Leben. Mhm. Und das ist das. Also es gibt Menschen, die sterben früh, aber die haben trotzdem ein glückliches, erfülltes Leben führen dürfen oder haben es so gemacht. Und also 100% stimme ich dir dazu. Wir haben im nahen Verwandtenkreis, im engen Verwandtenkreis vor vier Jahren einen Suizid gehabt bei uns in der Familie. Und da wachst du auch auf. Und da denkst du auch nochmal über andere Dinge nach. Und wenn ein sehr junger Mensch entscheidet zu gehen, fragst du dich so, okay, warum eigentlich? Und dann hinterfragt man viele Dinge, die man vielleicht im Leben falsch gemacht hat, subjektiv gesehen, oder anders machen könnte. Und das weckt einen auf. Und ich glaube, so eine Krankheit, wie du, Robert, überstanden hast, weckt einen auch anders auf und lässt einen über andere Dinge nachdenken und das Leben vielleicht ganz anders wahrzunehmen und zu sehen und was ist wirklich wichtig und was nicht. Es ist nicht wichtig, ob ich jetzt, keine Ahnung, eine Hightech-Kaffeemaschine in der Küche stehen habe oder nicht. Oder es sind halt so banale Dinge. Für manche sind die Dinge vielleicht wichtig, aber am Ende des Tages, wie du schon sagst, das letzte Hemd hat keine Taschen und dann sind die Erfahrungen und die Werte, die du mitnimmst, viel wichtiger als jetzt irgendwie das neueste Smartphone oder keine Ahnung, sowas. Oder ein cooles Auto. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass wir jetzt hier gelandet sind und dieses Thema mal aufgemacht haben. Ich sehe es genauso. Kann ich ja einfach ganz offen mal sagen, ich habe zu Frank letztens auch mal gemeint, hey, ich will mehr Gott und die Welt-Sendungen machen. Ich will mal über die Dinge sprechen, die überzeitlich sind, die nicht tagesaktuell sind. Wir haben so viel Klärungsbedarf. Mhm. Es gibt so ein großes Trauma auch in der Gesellschaft durch die letzten 3 Jahre. Da ist noch nichts aufgearbeitet, da ist nichts geklärt. Zwischenmenschlich ist so viel verloren gegangen. Ich gehe jetzt dieses Jahr auch, ich habe es fest vor, zum ersten Mal aufs Pax Terra Musica, auf das Festival, wo ich
ganz viele Leute, euch da draußen vielleicht ein paar Zuschauer treffe, weil wir haben verlernt, diese Verbindung einzugehen. Ja, es gibt mittlerweile den Begriff digitale Depression, den habe ich bei Desmet aufgeschnappt. Wie heißt der gleich, Robert? Matthias Desmet. Matthias Desmet, genau, der beschreibt, wie diese Corona-Zeit die Menschen vor die ins Homeoffice gepresst hat und mittlerweile jeder nur noch vom Laptop arbeitet und den Menschen die sozialen Kontakte fehlen und so weiter. Das beobachte ich an mir, an anderen, dieses noch immer vor vorgehaltener Hand sprechen, darf man das noch sagen, die eine Krise wird durch die nächste abgelöst, das macht uns irgendwie kirre, macht uns verrückt und um gar nicht wieder da zu landen bei der Negativität, man muss sich tatsächlich für sich selbst überlegen, wie transzendieren wir das eigentlich, wo wollen wir hin, also es gibt ja irgendwie auch diese zwei Szenarien, ich weiß gar nicht, was ihr davon haltet, so droht die Apokalypse und der Abgrund oder es gibt ja auch diese Gegenthese, auch bei uns in der Szene, sage ich mal, gehen wir gerade ins goldene Zeitalter. Gibt es auch Entwicklungen, die auf einmal sind vielleicht vor 2-3 Jahren noch viel weniger Leute eingeschaltet gewesen als mittlerweile? Passiert da vielleicht auch was? Gibt es so ein grundsätzliches Misstrauen vielleicht gegenüber auch den Medien, der Herrschaft, den Politikern, denen wir blind vertrauen sollten und alle 4 Jahre ein Kreuz machen, dass da auch was aufbricht und hin zu einer konstruktiveren, fruchtbareren Gesellschaft was heranwächst. Da sehe ich auch ein großes Potenzial und ich merke auch vielleicht zum Abschluss, wenn man sich vor Leuten zurzeit öffnet, ich führe viele private Gespräche, ich mache Leuten Voicemails, erzähle auch mal, wenn es mir nicht gut geht und da kommt ganz oft eine ganz große Resonanz zurück, dass Leute sagen, hey, ich bin in der gleichen Situation, die aktuellen Monate sind echt hart, Aaron, du bist nicht alleine. Mhm. Und dann sage ich wieder, wow, cool, das hilft mir schon, dass ich nicht der Einzige bin. Ja. Und das ist aber, glaube ich, so ein Gesellschaftsthema. Also früher ist mir das auch oft gefallen, wenn ich unterwegs war und dann immer wieder neue Leute getroffen habe und wieder standen, und wie geht's dir gut? So, man hört ja gar nicht, ob derjenige antwortet, ja, mir geht's gut oder mir geht's nicht gut. Und wenn ich dann wirklich gefragt habe, echt, wie geht's dir und warum geht's dir so, dass das Gegenüber überrascht war, dass da jemand fragt, hä? Die fragt ja wirklich, wie es mir geht. So, die waren manchmal total perplex und wussten nicht, was sie sagen sollen, weil das einfach nicht mehr so gewollt wird, wirklich zu wissen, wie es deinem Gegenüber geht. Man spricht nicht, wie du schon sagst, darüber, wenn es einmal schlecht geht. Weil, keine Ahnung, keine Zeit, kein Interesse, die Gesellschaft ist so abgestumpft, dass man gar nicht mehr darüber sprechen mag, wenn es einmal schlecht geht oder besonders gut geht. Das wird dann so oberflächlich, plätschert das irgendwie so dahin. Und Gott und die Welt ist vielleicht wirklich ein Format, wo man auch mal wirklich tiefgründiger über Dinge sprechen kann, weil ich weiß jetzt schon wieder, alle werden jetzt wieder rumschreien, ha, Homeoffice, ihr redet viel zu wenig über das aktuelle Geschehen und ihr müsst ja viel öfter über Nachrichten sprechen. Ja, aber das ist ja das Thema, man redet ja über das, was einen gerade beschäftigt und ich glaube, es geht vielen so, ich muss nicht immer über die Nachrichten sprechen, weil wir sind auch kein Nachrichtenformat, das sagt Frank auch immer, wenn du Nachrichten lesen willst, dann hol sie dir so. Ne? Wir sind jetzt nicht dazu verpflichtet, jetzt alle Nachrichten der Welt aufzusammeln und zu präsentieren, sondern man spricht über das Gefühl, was einen jetzt gerade überkommt, wenn man gerade etwas liest. Und deswegen, sorry people, regt euch nicht auf, wir sind jetzt gerade im Flow. Um das mal so zu sagen. Das gehört genau hierher und niemand bestimmt, wer was wir zu sagen haben. Das ist das ist einfach eine Plattform, in der wir uns austauschen und offensichtlich auch zum Mehrwert für viele andere. Das ist ja das, was von uns, von der Community gespiegelt wird, dass das eben auch gewachsen ist in dieser letzten Zeit, in diesen letzten 3 Jahren. Um den Gedanken nochmal aufzugreifen, Aaron, ich glaube, dass die letzten 3 Jahre, oder jetzt sind es ja fast schon 2021, 2022, das ist jetzt das 4. Jahr, wo wir drin sind, dass das einen bleibenden Schaden an der Volksseele selber ausgelöst hat. Diese ganzen zerrissenen, diese disruptiven Prozesse, die da stattgefunden haben, vom Lockdown über die Diskriminierungen, über die unsäglichen Maßnahmen und so weiter, da sind so viele Schockwellen durch dieses Land gegangen, und zwar nicht nur bei uns, aber halt in Deutschland und Österreich extrem. Also wie selten auf der Welt. Ich habe mit dem Thema auch noch lange nicht abgeschlossen.
und hätte auch nochmal wieder, ist es gestattet, wenn ich nochmal wieder eine Schlagzeile aus so einem Premium-Bereich Artikel hinter der Paywall vorhole, wo wir letztlich den ganzen Artikel gar nicht durchgehen können. Aber ich finde die Überschriften manchmal schon sehr vielsagend. Und zwar würde ich gerne noch auf einen Artikel eingehen, der heißt NZZ Corona Doppelpunkt, die Schikanierung der Ungeimpften. Ja, hier also auch wieder ein Artikel, den ich übrigens vom guten Tom Oliver Regenauer repostet gesehen habe. Der ist ein sehr guter Twitter-Kandidat, wenn man immer informiert bleiben will. Und ja, es gibt immer mal wieder so Leute, die finden einfach gute Sachen. Und wenn man ihm folgt, liest man immer mal wieder was man sonst nirgends auf dem Schirm hat. Die Schikanierung der Ungeimpften basierte auf falschen Informationen. Ein Rückblick auf eine soziale Ächtung. Und auch hier zum Beispiel der letzte Satz. Die Pandemiejahre haben verletzte Seelen zurückgelassen. Ja, es ist einfach krass, dass sozusagen mit so einer Art Verzögerung jetzt 2-3 Jahre später, da kann man natürlich auch wieder eine Agenda dahinter sehen, dass es jetzt so eine Art Pseudo-Reue gibt und so ein paar Bauernopfer gebracht werden. Ja, komm, wir müssen hier mal was einräumen und da mal was eingestehen. Ich meine, der Artikel hätte genauso gut vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder vor 2,5 erscheinen können. Es ist alles ein absoluter Joke für mich. Ich stand im April 2020 auf dem Rosa-Luxemburg-Platz und wurde von der Polizei festgenommen mit meinem Corona-gleich-NWO-Schild. Geil. Aber unabhängig davon, ich feiere jetzt die NZZ nicht dafür, dass sie den Artikel bringt, weil ich mir so denke, kommt halt 3 Jahre zu spät, darum geht's nicht. Aber trotzdem gibt es halt so dieses, ich weiß nicht, was macht jetzt der NPC auf seiner Couch, der jeden Tag Tagesschau schaut mit so einem Artikel? Denken die darüber nach? Ist es den Leuten bewusst, dass die Pandemiejahre verletzte Seelen zurückgelassen haben? Bitte ich Übersetzung weiß es nicht genau. NPC, hilf uns zu verstehen, was das ist. Ja, sorry, ich sag manchmal NPC, das ist so wie Schlafschaf, so Non-Player-Character. So Leute, die im Videospiel so rumstehen und Snickers für Linkshänder, mit dem ich letztens gequatscht habe, der meinte mal so, das sind die Leute, die sprichst du an und die sagen so, da hinter der Burg, da ist ein Feuer und der alte Magier wird dir zeigen, wie du an das Rätsels Lösung kommst. Und dann, wenn du sie nach einer Minute nochmal ansprichst, sagen sie wieder, hinter der Burg, dort wo das Feuer brennt, ist ein, und sie sagen wieder genau das Gleiche. Und, also kommt sie sind aus, halt der Video, aus der Videospielszene oder aus den Videospielen sind es Charaktere, die das Programm in sich trägt und du als spielender Charakter stößt immer wieder auf die, die haben geeignete Seele, die haben geeignetes Denken, die sind nur vom System dahingestellt. Und ja, wie Programmierte. Wie Eckart von Hirschhausen. Ich finde, das passt jetzt perfekt. Das ist auch ein NPC. Das ist doch auch ein NPC. Warte mal, was ist bei Eckart von Hirschhausen so spannend für dich, Dagmar? Wir haben ja jetzt einen kurzen Clip, den wir gleich zeigen können. Eckart von Hirschhausen hat ja gepredigt, dass man Ärzten, die anmerken, dass die Corona-Impfung vielleicht Nebenwirkungen haben könnte, den sollte man ja laut Eckart von Hirschhausen die Approbation entziehen. Und da gibt es einen kurzen Clip zu, den können wir uns gleich mal anschauen, wurde das auch nochmal explizit erwähnt. Jetzt wissen wir, dass Eckart von Hirschhausen vielleicht doch nicht so ganz überzeugt war von der Sache, die er gesagt hat, sondern eher dafür bezahlt worden ist, dass er das sagen sollte. Ja, das ist halt witzig im Nachgang, das jetzt zu sehen und zu hören. Wir können uns den Clip ja mal anschauen. Eine Freundin von mir aus Sachsen fragte mich neulich, Mensch, ich habe MS. Mein Arzt hat mir sogar abgeraten, wegen einer Autoimmunerkrankung mich impfen zu lassen. Dann habe ich gesagt, bitte, 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 wechsel den Arzt. Guck auch beim Robert-Koch-Institut, was sind wirkliche Kontraindikationen. Da gibt es ganz, ganz wenige Menschen, die sich nicht impfen lassen können aus medizinischen Gründen. Es gibt aber wirklich viel Unwissen, leider auch unter Ärztinnen und Ärzten. Und es gibt ja auch wirklich die Ärzte, die davon abraten. Die müsste man meiner Meinung nach auch die Approbation entziehen. Das ist unverantwortlich, weil der Vorteil des Impfens ist so glasklar gezeigt, auch bei Menschen mit Immunerkrankungen. Für die Dokumentation der Geschichtsbücher lassen wir das einfach mal stehen. Ich würde mich fragen, ob er das zum jetzigen Zeitpunkt auch noch so beantworten würde, weil was mittlerweile rausgekommen ist durch die Pfizer-Files und Twitter-Files und was weiß ich für Datenleaks noch alles rausgekommen sind, wenn das jemand immer noch behauptet und den Ärzten, seinen Kollegen die Approbation die Arztzulassung aberkennen möchte, dann hat er entweder nichts mitbekommen oder will absichtlich davon nichts mitbekommen. Weil was wir mittlerweile wissen, dass das also
Ich will es jetzt gar nicht aufmachen. Es gibt Ärzte, die nehmen da ganz andere Worte in den Mund, was die Corona-Geschichte eigentlich war. Und wenn jemand, der so prominent ist wie Dr. Eckehard von Hirschhausen, ja, das immer noch nicht mitkriegt, dann ist das eigentlich eine ziemlich steile Aussage dafür, wofür er eigentlich kämpft hier. Und wie du vorhin schon gesagt hast, Dagmar, wir wissen jetzt, dass er fürstlich, also sehr, sehr fürstlich, für seine Kampagne auch bezahlt worden ist und sich da hat bezahlen lassen, weil er ja als prominente Figur und Sympathieträger, der ja offensichtlich ist, ne, Eckhard von Hirschhausen kommt ja rüber als der nette Schwiegersohn, der Arzt, der auch Comedian ist und seine ganzen wohltätigen Veranstaltungen, die er da macht und betreibt und seine Stiftungen, der kann ja nichts Böses meinen und so weiter. Dass er sich hat bezahlen lassen dafür, puh, das ja. wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf diese Nummer. Ja, und auch die Freundin von ihm aus Sachsen, die MS hat und wo der Arzt dann gesagt hat, es gibt vielleicht mögliche Nebenwirkungen. Ja, da würde ich sagen, da muss er den Arzt wechseln, das geht ja gar nicht. Also wirklich Eckhard von Hirschhausen, aber immerhin sagt er Ärztinnen und Ärzte, das finde ich natürlich vorbildlich. Er ist einfach ein guter, der Eckhard von Hirschhausen, der auch alles immer sehr selbstlos macht. Der ist dafür bezahlt worden für den Clip. Das ist im Endeffekt Regierungspropaganda und ich glaube, um hier mal einen rauszuhauen, diese Bündelung, wenn sich sozusagen Konzerne und Regierung zusammentun, die Bündelung Faszio oder Faszia ist die Wortherkunft von Faschismus. Ja, muss ich mal ganz klar hier sagen, es ist wirklich ekelerregend. Ich find's zum Kotzen. Also diese Figuren da sitzen zu haben, diese ganzen verlängerten Arme der Regierung, diese Regierungssprecher, die überall ihre Prominenten und Marionetten inszeniert hat für diese Corona-Scheiße. Ja, sorry. Die gleichen Gesichter, die man gesehen hat, die dann in den ganzen Talkshows saßen und über die ganzen Corona-Leugner gelacht und geschrien haben, sind jetzt genau die gleichen, die jetzt sitzen wegen Klima. Es ist wirklich eins zu eins das Gleiche. Es sind die gleichen Fressen, würde ich jetzt schon fast sagen, die genau das Gleiche wieder predigen, wie sie es vor 3 Jahren schon getan haben. Und es ist halt irgendwie schon wieder manchmal witzig. Also wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen, aber eigentlich ist es viel zu traurig. Ich glaube, dass viele von den Leuten im Kern gar keine schlechten Menschen sind, aber sie sind halt in einem System integriert, das sie nach oben gespült hat. Sie sind an einer Position angekommen, wo es verhältnismäßig gutes Geld gibt. Gerade wenn du in den Medien unterwegs bist, da verdienst du wirklich viel, viel mehr in verantwortlicher Position oder du hast auch politische Verantwortung, da bist du natürlich dann auch einen weiten Weg gegangen. Und wenn dein Umfeld um dich herum immer nur spiegelt, dass du recht hast, dann hast du ja gar keinen Anlass an dir selbst oder an dieser Agenda zu zweifeln. Also ich glaube, Ricarda Lang glaubt wirklich das, was sie sagt. Da kann man jetzt halten, was man will davon, aber ich glaube nicht, dass sie per se ein diabolischer Mensch ist, der aufsteht und sich überlegt, wie kann ich die Menschen jetzt noch mehr knechten und niedermachen. Das glaube ich nicht, sondern die sind halt einfach ideologisch und auch intellektuell in diesem Gedankenkonstrukt, in diesem Mindset gefangen. Und was bei Habeck ist, da bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, da schwingt noch ein bisschen mehr mit, weil der müsste eigentlich auch kapieren, was er da gerade macht mit diesen ganzen Gesetzen. Aber nicht jeder, also das soll jetzt kein Plädoyer für diese Menschen sein, sondern ich versuche mich gerade in die Leute hineinzuversetzen. Es gibt doch auch dieses Indianersprichwort, urteile niemals über einen Menschen, solange du nicht 4 Wochen in seinen Mokassins unterwegs warst. Also so sinngemäß, wie würdest du dich verhalten, wenn du an seiner Stelle wärst und wenn du seinen Weg gegangen wärst? Vielleicht wärst du ja dann ähnlich. Also nicht gleich niedermachen alles. Aber es ist natürlich so, wenn man Opportunisten sieht, die sich dann dadurch noch bereichern an dieser ganzen Krise, so wie bei von Hirschhausen jetzt eben, der nach außen hin sich als Wohltuer und Wohltäter oder halt als Menschenfreund gibt, gleichzeitig aber auch dann die Schecks von hinten sich einschiebt, das ist natürlich, das passt nicht so ganz zusammen, würde ich mal sagen, ja. Ich denke auch seit 3 Jahren darüber nach, sozusagen, wie krumm kann man es den Menschen nehmen. Ich weiß auch bei mir aus dem Bekannten- und Freundeskreis von ganz vielen Leuten, die sind einfach nur unfassbar gutgläubig und naiv und haben ein sehr gutes Herz und haben alles mitgemacht und machen alles mit. Und ich weiß, dass sie die hilfsbereitesten, gutherzigsten Menschen sind, aber die durchschauen die schiere Boshaftigkeit dieses Systems nicht und zu was es in der Lage ist. Den kannst du auch nicht kommen. Weißt du, dann sagst du, hey, ganz einfaches Beispiel, 9-11, 3000 Leute wurden geopfert, nachweisbar, ist auf jeden Fall nicht so geliebt. Ja,
haben die halt dann immer noch nichts von gehört. Ist halt dann komisch, mit dem Argument zu kommen, wenn es für die Leute Neuland ist. Und deswegen, es gibt aber einen Kipppunkt, ab dem man es irgendwie nicht mehr entschuldigen kann, weil sonst könnte man ja gar nichts verurteilen, weil du immer irgendwie die Leute schon verstehen kannst. Klar, es gibt das Argument, wer alles versteht, kann alles verzeihen. Aber dann habe ich ja sozusagen, dann kann ich ja mein ganzes Weltbild aufgeben, weil dann ist nichts gut und nichts böse und dann verschwimmt alles in so einem Grau. Für mich ist auch spätestens da, wo Meinungsfreiheit unterdrückt wird, wo Leute gar nicht erst eingeladen werden in die Talkshow, wo man mit diesen Andichtungen kommt, Antisemitismus, bliblablub, rechts, da sage ich halt, da greift dann schon irgendwann auch wirklich eine manipulative Kraft und eine Boshaftigkeit des Systems. Und gerade bei Hirschhausen, wenn du dann weißt, die Leute werden bezahlt er will den Leuten die Approbationen entziehen, die auch nur skeptisch sind dem Ganzen gegenüber, das erkläre ich dann nicht mehr mit Naivität oder Dummheit. Oder das Ende der Meinungsfreiheit fordern, wie es Frau Safjan Chebli vor kurzem gemacht hat, auch so nach Motto, damit muss jetzt endlich mal Schluss sein mit der Meinungsfreiheit, ja. Das wurde auch in ausländischen Podcasts aufgenommen, so nach Motto, hat die das wirklich gefordert? free of speech, ja, so, also das ist wirklich... Aber wie gesagt, bei Frau Chebli ist es halt so, dass sie ja noch mehr in diesem Kokon sitzt, sie als Muslima, als Migrantin, als Frau, die ja per se immer nur Opfer ist, ja, die da dieses Buch rausschreiben hat lassen oder rausgehauen hat, ja, das war ja ein Ghostwriter in, die das geschrieben hat wahrscheinlich und also es wird so schlecht rezipiert, dieses Buch, das hat man dann die Rezeptionen, also man kann nicht mehr kommentieren oder rezensieren, es geht nicht mehr, die ersten waren so vernichtend, einen gab es glaube ich, der geschrieben hat, was für ein großartiges Werk das war und dass das jetzt endlich mal aufgegriffen worden ist, aber das kam aus der Redaktion von ihr wahrscheinlich selber, egal, lass uns sie beiseite legen, sie ist... Ich muss gestehen, hübsch anzuschauen. Sie ist wirklich eine sehr attraktive Person. Aber wenn sie, findest du nicht? Die ist doch. Nee, ist ich finde Substantiv gar nicht heiß. So die ist auf den ersten Blick, wenn man manchmal sind Fotos gut positioniert, sieht die auf den ersten Blick sieht die nett aus wie so eine orientalische Schönheit. Aber vom Nahen finde ich, die sieht die ganz creepy aus. Also irgendwas, so, weil sie manchmal. Wenn die so Gesichtskirmes hat, denkt man sich, okay, was sind jetzt da? Also wenn man jetzt andere Politiker in Deutschland vergleicht, ja, gut, okay, mit ihr, dann kommt sie relativ gut weg. Aber sobald sie dann eben einfach anfängt, in ihrem Duktus zu reden und du spürst, wie der gesammelte Hass in ihr dann auch in ihren Reden hochsteigt, sie muss eigentlich ein unglückliches Leben führen. Die tut mir eigentlich leid, weißt du so, weil die ist gefangen in diesem permanenten Kampfmodus. Wenn du in der Woche über 30 Anzeigen schreibst oder schreiben lässt, die hat ja da Mitarbeiter, die sagt, der und da machst du doppelt und so. Und das waren in den letzten Jahren 5000 Anzeigen, was die gestellt hat. Das muss ich mir mal vorstellen. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Anzeige gestellt. Also ich verstehe nicht, in welchem Kampfmodus man sich da befinden muss. Aber ich weiß nicht mal, wie wir jetzt auf diesen Gedanken gekommen sind. Es ging ja letztendlich um Aufarbeitung dieser Gesellschaft oder Zerrissenheit in dieser Gesellschaft. Ich weiß es gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Egal, es ist halt so, wenn man im Flow ist, ja, wenn ich mit euch so im Gespräch bin, wenn wir jetzt an einem Tisch sitzen würden und jeder hätte einen Radler in der Hand, dann würde man ja auch nicht sagen, wie sind wir jetzt da drauf gekommen, sondern wir würden einfach weiter quatschen, ja, so. Ja, aber es macht Spaß, mit euch zu reden, das merke ich gerade. Es hat mir damals schon, Aaron, weißt du noch, wie wir zum ersten Mal zu dritt gequatscht haben, da haben wir gesagt, das könnte funktionieren. Ja, das ist so. Hiermit bestätigt. Passt mal auf, ich habe noch was ganz Wichtiges und zwar... Wir haben noch einen heiligen Auftrag zu erfüllen und zwar sollen wir oder dürfen wir auf ein paar tolle Produktionen hinweisen, die es aus dem Hause Noviso schon gibt oder demnächst geben wird. Also ich würde euch gerne da mal mit auf die Reise nehmen, was wir da so alles produziert haben und womit fangen wir denn da an? Vielleicht, da gibt es jetzt eine ganze Reihe von tollen Dingen, würde ich sagen, gucken wir mal kurz rein, was der Norbert Fleischer gemacht hat. Norbert hat nämlich in seinem Kanal YouNost den Daniele Ganser zu Gast gehabt und auch seine Anwältin und hat mit dem ein wirklich sehr spannendes Gespräch geführt und der hat da auch wirklich einen tollen Teaser gemacht und da habt ihr jetzt Gelegenheit, jetzt mal reinzugucken.
Die Fangemeinde des Pink Floyd-Mitgründers Roger Waters hält den Atem an. In einem Eilantrag vor Gericht versucht der britische Sänger derzeit, sich gegen die Absage eines Auftritts in der Festhalle in Frankfurt am Main zu wehren. Die Stadtverwaltung wirft ihm Verschwörungstheorien und Antisemitismus vor. Welche Kanzlei ihn vertritt, weiß ich zwar nicht, aber hätte er mal lieber diese Anwältin hier engagiert, seine Fans könnten wohl aufatmen. Denn die Medienanwältin Kirsten König aus Hamburg hat es geschafft, dass der Schweizer Historiker Daniele Ganser mehrere Auftritte, die ihm ebenfalls erst zu und dann abgesagt worden waren, nun wie geplant durchführen darf. Der unanfechtbare Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen ist für viele weitere Medienschaffende ein echter Lichtblick in diesen Zeiten. Kommt nun das Ende der Cancel Culture? Wenn jetzt verboten wird, dass gewisse Veranstaltungen stattfinden kann, tatsächlich die Berufsfreiheit auch tangiert sein. Sie ist eben auch grundgesetzlich geschützt. Ich lasse mich einfach nicht einschüchtern. Und ich möchte auch anderen Menschen Mut machen, dass sie lernen, eigentlich zu erkennen, dass es hier ein Ringen gibt um die öffentliche Meinung. Daniele Ganser und seine Anwältin Kirsten König jetzt bei Junos TV. Ja, Daniele Ganser, interessant, wenn der auf die Bühne geht, gibt es Standing Ovations alleine jetzt schon, ja, dass die Menschen aufstehen, was ich so in dem Halbdunkel von dieser Halle gesehen habe, von der Kameraeinstellung gerade, dass viele Leute ihm einfach so einen großen Respekt zollen, dass sie schon, wenn er auf die Bühne geht, dann schon applaudieren und aufstehen. Also sehr, sehr beeindruckend, wie er mittlerweile Hallen füllt und auch gleichzeitig natürlich dann aber auch sehr viel Gegenwind bekommt und sich dadurch nicht einschüchtern lässt, ja. Das ist echt Wahnsinn, wo wir da bei Meinungsfreiheit sind. Das ist Wahnsinn. Auch dass ein Roger Waters, der ja so berühmt ist, generationsübergreifend, man kennt ihn, dass der darum kämpfen muss, dass der auftreten darf. Mhm. Das muss man sich mal überhaupt reinziehen. Also das ist in Deutschland, dass wir so weit gekommen sind, dass auch die Fanbase nichts dagegen tut. Die sagen einfach, gut, dann wird das halt gecancelt. Und können halt nicht auftreten, ist okay, dann Pech gehabt. So, was? So, das ist ein Irrsinn. Ja, die Cancel Culture bei uns hat natürlich auch wirklich ganz komische Blüten. Gerade in Deutschland scheint es en vogue zu sein. Es gab jetzt bei der Bundesgartenschau einen Eklat, ganz kurz am Rande. Es gab einen Auftritt für eine Rentner-Kombo. Also da gibt es so eine Gruppe aus dem Altenheim. Das sind Damen, die zwischen 65 und 81 Jahre alt sind, die mit selbstgemachten Kostümen eine Weltreise zelebrieren in verschiedenen Kulturen. Halt ein Sombrero, ein Kimono, afrikanische Kostüme, was auch immer. Und die Bundesgartenschau hat das abgelehnt. Mitglieder, Moment, wie war das? Karlsruhe. Wo war es? Genau, hier da war es. Tanzgruppe verletzt angeblich interkulturelle Sensibilität. Der Grund, der Auftritt wurde gecancelt. Grund, ein Teil der Kostüme ist für die BUGA-Chefs, also Bundesgartenschau-Chefs, untragbar. Zitat, wir dürfen 6 unserer insgesamt 14 Kostüme nicht vorführen, die wir mit viel Herzblut teilweise selbst geschneidert haben, weil sie offenbar diskriminierend sind. Die Bugermacher sagen Folgendes, laut Buga-Geschäftsführer so und so waren die Kostüme bis vor einigen Wochen nicht bekannt. Als das Projekt vorgestellt wurde, seien vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zur Sensibilität für kulturelle und religiöse Kodierungen Bedenken an der Wirkung einiger Kostüme aufgekommen. Man wolle sich nun noch einmal an einen Tisch setzen, um dem AWO-Ballett, also Arbeiterwohlfahrt, noch einen großartigen Auftritt in der Buga zu ermöglichen. Also weil sich vielleicht andere Länder beleidigt fühlen könnten, wenn deutsche Omas mit einem Sombrero und mexikanischem Kostüm oder Kimono auftauchen, könnten sich andere Länder vielleicht beleidigt fühlen und deswegen ist die woke Leitung der Bundesgartenschau eingeknickt und hat gesagt, nö, das geht nicht, das können wir nicht machen. So ähnlich wie diese Rasterlocken von weißen Musikern, die dann auch zum Canceln von dieser Band geführt haben. Das haben wir auch letztes Jahr mitgekriegt. Also ich glaube, die Leute checken das nicht mal. Also die, nee, das diese ist Leute, so die, Nonsens. Weißt du, du darfst keine Zigeunersoße essen, weil du direkt in eine rechtsradikale Ecke gestellt wirst, oder darfst kein Sombrero anziehen, weil Cancel Culture und kulturelle Aneignung. Aber gleichzeitig werden alte historische Figuren aus Büchergeschichten verschwarzt. So.
Wo ist jetzt die Logik? Mhm. Verstehst du? Also, ja, ja. Hä? Verschwarzung. Kann man das mal einer erklären? Neues Wort kreiert, Verschwarzung. Ja, okay. Verschwarzung. Ja. Ja, vor allem aus dem gleichen Gesichtspunkt. Deswegen, man sagt ja, die Revolution frisst ihre Kinder. Irgendwann beißt sich das ganze, Ideologie beißt sich immer irgendwann in den Schwanz, weil sie so einen Absolutheitsanspruch hat und der kann nie aufgehen, weil dann ist ja letztlich eine Frau, die sich als Mann identifiziert oder andersrum, kann ich auch mit der Keule kommen. Das ist kulturelle, geschlechtliche Aneignung. Das ist ja die krasseste Art von Aneignung, wenn ein Mann sich eine Perücke aufsetzt und Frauenkleider anzieht und sagt, er ist jetzt eine Frau. Verstehst du? Das ist, mehr Aneignung geht ja nicht eigentlich. Ja. Und dann, da könnte man wirklich davon sprechen, dass sich zu Recht Gefühle verletzt fühlen, weil als Frau zu sagen, ja, du hast zwar hochhackige Schuhe an und ein BH, aber so, es beleidigt mich irgendwie, dass du dich als das Gleiche identifizieren darfst wie ich, die Fähigkeit hat, Menschen auf die Welt zu bringen. Also mach mal halblang. Ich glaube, das kippt gerade die Stimmung, weil gerade eben immer mehr biologische Männer, die sich einfach nur als Frau definieren, jetzt plötzlich in der Umkleide von Frauen drinstehen mit voll entwickelten Geschlechtsteilen und so. Und das ist für Frauen eigentlich ein sicherer Bereich, den sie sich mühsam erkämpft haben, ja, auch im Sport und so weiter. Und jetzt kommen zu entblößten Geschlechtsteilen? Auch, ja, Lia Thomas. Also, ja. Das war doch diese Geschichte in Amerika drüben, wo vor kurzem eine junge, erfolgreiche amerikanische Schwimmerin unter Tränen auch vor einem Untersuchungsausschuss ausgesagt hat, dass niemand sie vorgewarnt hat, dass der biologische Mann, der als Frau firmiert, Lia Thomas, der dann plötzlich als voll entwickelter Mann nackt in der Umkleidekabine gestanden ist und das vollkommen normal empfunden hat, weil er ist ja jetzt eine Frau. Wenn ein Mann diesen langwierigen und auch schmerzhaften Prozess einer geschlechtlichen Umwandlung gegangen ist und auch äußerlich dann aussieht wie eine Frau, ich glaube, dann wäre es für die Frauen in der Umkleide auch weit weniger schwierig, wie wenn da jemand steht mit dem gezogenen Schwert. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Also insofern ist das natürlich eine totale Scheindebatte mit dieser kulturellen Aneignung da, dass man eben sich als Moralapostel aufführt und hier so moralinsauer durch die Lande. Also ich habe dazu jetzt bei Social Media gestern habe ich auch geschickt ein Video gesehen, einen kurzen, also auch so ein Voice-Video, setze 100 Frauen und 10 Männer auf eine Insel, 100 Jahre später wirst du eine florierende Gesellschaft haben mit Kindern, mit Jungen, mit Mädchen, ne, das ist gewachsen. Setze 100 Transfrauen und 10 Männer auf eine Insel, 100 Jahre später wirst du 110 männliche Skelette haben. So, genau. Also, that's fact, so, da kannst du nichts gegen sagen. Oder wenn Archäologen später dann mal die Skelette der Transmenschen ausgraben, dann ist das entweder ein Mann oder eine Frau, weil das Becken das einfach definiert. Ja. Genau. Das ist einfach. Du hast halt eine männliche Biologie und eine weibliche Biologie. Das Skelett ist nun mal männlich. Das kannst du nicht umoperieren. Das ist einfach so. Oder einer meiner Lieblingssprüche zurzeit ist: Menschen, die behaupten, dass es Frauen mit Penis gibt, machen sich Sorgen über Fehlinformationen und Fake News im Internet. Wo ich mir auch denke, so, finde den Fehler, ja. Das ist wie, es gibt 64 Geschlechter, aber nur eine richtige Meinung. Mhm. Alles andere ist Nazi. Oder wie war das, Herr Doktor, wenn es denn 73 Geschlechter gibt, wieso gibt es dann nur Urologen und Gynäkologen? Ja, das ist ganz einfach. Die 71 anderen Geschlechter werden in der Psychiatrie behandelt. Das ist gut. Ich habe nur zitiert, gell? Ist nicht meine Meinung, ich habe hier nur zitiert. Ja, so. Aber lasst uns weitergehen, wir haben noch ein paar Sachen und zwar, Aaron, wir hatten vor kurzem, vor wenigen Stunden eigentlich, auch eine Zusammenkunft und wir haben den dritten Teil aufgezeichnet, der Mahnwachen-Trilogie, jetzt habe ich es richtig mal ausgesagt, Warnmachen habe ich schon fast gehabt. Also wir haben uns zusammengesetzt, ihr wart ja schon zweimal in der BIT und habt die filmische Dokumentation von 2014 besprochen, als Frank und sein damaliges Team eben diese 8 Beiträge gemacht hat zu dem Beginn der Mahnwachen in Berlin und auch die ganze Bewegung verfolgt haben. Und ihr habt schon einen Teil besprochen und wir hatten die Gelegenheit mit dem Gründer der Mahnwachen, mit Lars Mehrholz, eben auf die große Bundesmahnwache in Berlin zu gucken. Weißt du noch genau, wann das war? Juli 14. Heißer Sommertag 14.
Und wir hatten Lars Mehlholz zu Gast, richtig. Achso, ja. Kurz. Lass uns doch. Ich war mir gerade unsicher, wann der Einspieler kommt oder ja, ob gleich, ich noch was dazu sagen. Gucken wir mal kurz rein. Alles klar. Als ich das erste Mal über die Demos gelesen habe, was die Systempresse darüber schreibt, da wusste ich, das ist eine echte Bürgerbewegung. Denn wenn die Systemmedien auf etwas einhacken und es verunglimpfen, dann ist es gefährlich für das System. Ein Thema, das die ganze Welt interessieren müsste. Herzlich willkommen, ihr Lieben, am Potsdamer Platz. Ich habe gerade gelesen, Free Palästina, natürlich, aber Free also Ukraine, Syrien und Free the ganze Welt, Mann. Wir sind alle in der gleichen Situation. Der Potsdamer Platz ist dicht von den Mordwaffen. Und von tausenden anderen Frieden sagt der Westen, so muss das sein. Gemeinsam für ein Ziel. Ja, war interessant zuzusehen, dem Mehlholz, dem Lars da, wie er seine Erinnerungen rausgekramt hat und was da so im Hintergrund alles passiert ist zu diesen Mahnwachen. Also es war eine sehr, sehr spannende Runde, auch vor allem im Hinblick darauf, wie aktuell das Gesagte von damals auf die jetzige Zeit eigentlich ist, was die Menschen damals schon alle mehr oder weniger prognostiziert haben oder befürchtet haben, hat sich ja alles bewahrheitet und sogar noch viel schlimmer, mehr oder weniger, ja. Ja, wir haben mit diesem Format tatsächlich, glaube ich, eine ganz gute Lücke geschlossen, oder das hatte durchaus seine Berechtigung, da nochmal zurückzuschauen, jetzt nach 9 Jahren. Zum einen ist Nuviso der einzige Kanal damals gewesen, der diese Mahnwachen dokumentiert hat, ist uns auch eigentlich jetzt erst so richtig aufgefallen, wie wichtig diese Arbeit rückblickend war, haben auch die ganzen Protagonisten, die wir jetzt hatten, Voina von der Bandbreite oder Lars Mehlholz nochmal gesagt, das ist fast das einzige professionelle Material, was es dazu gibt. Und war witzig, so in Erinnerung zu schwelgen, so ein paar Anekdoten von Lars, haben natürlich auch gefragt, wie geht's ihm heute, was macht er eigentlich so? Und ich glaube, dieses Reaction-Format, ja, immer mal wieder auch auf so alte Produktionen zurückschauen, was war eigentlich mal, was kann man daraus lernen, hat seine Berechtigung. Der Gott und die Welt-Kanal, liebe Zuschauer, falls es noch nicht gemacht hat, abonniert doch gerne, das ist tatsächlich ein eigenes Ding, was für sich steht, was wir auch weiterhin vorantreiben wollen. Und direkt hier in der Videobeschreibung ist auch nochmal der Link, worüber ihr uns mit einem Abo wirklich sehr helft, weil wir da gerade noch unter den 1000 Subscribern sind. Ja. Also gerne noch ein Abo dalassen. Das kann gerne noch ein paar Likes vertragen. Und der kommt am Sonntagabend, nee, am Freitagabend, 28.04. 20 Uhr, kommt der dritte Teil der Mahnwachen. Also das ist dann nächster Freitagabend, seht ihr dann den Abschluss der Trilogie, wo es darum geht, was vor 9 Jahren mehr oder weniger schon angesagt worden ist. Genau. Und einen Hinweis für Sonntagabend haben wir auch noch, nämlich eine neue Produktion von Nuviso steht an. Und zwar geht es da um die Schlacht um die Deutungshoheit. Es heißt Abnutzungsfrieden, so heißt der Film. Und da wurden auch wieder wunderbare Zitate zusammengeschnitten und montiert, die das Ganze dann natürlich, diese Schlacht, diese Schlacht um die Deutungshoheit, die wurde da auch nochmal in sehr gute Bilder gepackt, und da zeigen wir euch natürlich jetzt auch nochmal einen Ausschnitt davon. Präsident Zelensky forderte die NATO auf, den Einsatz von Atomwaffen durch Russland notfalls auch mit Präventivschlägen zu verhindern. Später relativierte er seine Aussage, sagte, er sei falsch verstanden worden. Scharfe Kritik dennoch aus dem Kreml. Zelenskys Appell sei ein Aufruf zum Dritten Weltkrieg mit unabsehbar schrecklichen Folgen. Das russische Außenministerium bezeichnete Zelensky als, so wörtlich, mit Waffen vollgepumpte und instabile Marionette des Westens, die sich in ein Monster verwandelt habe. Mit ihm zettle der Westen einen Atomkrieg an. In dieser Szene kündigen wir die Ankunft des ukrainischen Präsidenten an. Alles klar da drüben? So kennen ihn viele Ukrainer, hier zum Beispiel im fiktiven Parlament in Kiew.
Und diese Art von Humor kommt offenbar gut an im Land, das immer noch gespalten scheint zwischen pro-westlichen und pro-russischen Orientierungen. Mein Gehirn reagiert schneller auf Russisch, weil ich mit Russisch aufgewachsen bin. Das sind keine Fake News. Ich meine es sehr ernst. Hört ihr, wie gut ich Ukrainisch kann? Die russische Zensur verhindert, dass er gehört wird. Но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Für die Wähler geht es um Sieg oder Niederlage. Es geht doch nicht um mich. Sie sollen wählen, wen sie wollen. Und ob ich bereit bin dafür? Auf sowas kann man sich doch nicht vorbereiten. Du musst, sagen wir, adäquat sein, also anständig. Dein Ziel soll nicht der Sieg sein, sondern Gutes zu tun. Dann ist es das doch. Darauf kann man sich nicht vorbereiten. Aber irgendwie müssen sie sich doch vorbereiten, Gespräche führen mit Politologen oder so, inhaltlich meine ich. Ja, wir arbeiten an einem Programm. Wir studieren wichtige Ereignisse und Momente, politische Schritte früherer Politiker, analysieren das. Und wir sammeln, also wir reden sehr viel mit Leuten, mit einfachen Leuten. Da gibt's viele Möglichkeiten online. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. Dass man ukrainischen Männern verwehrt, das Land zu verlassen und sie zwingt, mit der Waffe ihre Heimat zu verteidigen, halte ich für unmenschlich. Wir sind auf alles vorbereitet. Wir werden siegen. Denn wir sind die Ukraine. Ruhm der Ukraine. Slava Ukraini. Slava Ukraini. Slava Ukraini. Ehre der Ukraine, rufen sie. Im Krieg sind alle patriotisch. Erst recht diese Freiwilligen des rechten Sektors, der im Februar auf dem Maidan gewalttätig geworden war. Im sogenannten Azov-Bataillon finden sich ebenfalls Rechtsradikale. Wie alle Bataillone bilden sie im Krieg die Vorhut. Sie säubern, sagen sie, im Häuserkampf. Die Armee bleibt hinten. Ihr Kommandeur, ein Neonazi. Seine Organisation arbeitete auch für das alte Regime von Janukowitsch. Neuerdings steht er in Kiew, neben dem ukrainischen Justizminister. Sie lächeln sich zu. Der Minister preist den Heldenmut des Heimatverteidigers. Sonntagabend, 20 Uhr, Abnutzungsfrieden, der Kampf um die Deutungshoheit, das ist die neueste Produktion aus dem Hause Nuviso, sehr gut montiert, gibt zum Nachdenken und für diejenigen, die das Thema noch mehr auf dem Schirm haben oder noch mehr davon sehen wollen, um 18 Uhr am gleichen Tag, am Sonntagabend, kommt von Thomas der Frontbericht vor der Offensive, Frontbericht in Saporoschje, halbe Stunde, die Dokumentation, die Thomas mitgebracht hat, mit Untertiteln, und er zeigt, was von seiner Sicht aus da zu berichten gibt. Also Sonntagabend 18 Uhr und 20 Uhr einschalten, da gibt's genügend intellektuelles Futter für die Wissbegierigen. So. Seid ihr noch da? Seid ihr noch da? Wir sind noch da. Wir sind noch da. Ja, ja. Jetzt sind wir weit gekommen heute schon. Ja, also mir war gar nicht klar, dass die Zeit so verrannt ist, aber so ist es halt, wenn man sich angenehm unterhält und dann in tiefe Räume reingeht. Also mir macht es sehr viel Spaß, mit euch zu reden, und ich meine jetzt nicht nur euch, sondern das ganze Team Nuviso, ob es der Stoner, der Charles, Frank oder andere Gäste sind, die immer wieder dabei sind. Für mich ist es ein großer Mehrwert, da Teil von dieser Community zu sein, und zwar nicht nur intern Nuviso, sondern auch extern. Und ich will jetzt auch gar niemand hier Honig um den Bart schmieren, sondern es geht um diesen Gemeinschaftsgedanken, dieses Community-Denken. Ich bin froh, Teil einer aufgeklärten oder zumindest aufgewachten Bevölkerung zu sein, und das macht mir sehr viel Spaß, da an dieser Stelle auch zu wirken und zu arbeiten. Und ich empfinde das als sehr
Ich bin da sehr dankbar dafür, muss ich wirklich gestehen. Also ich ziehe da auch sehr viel Kraft raus und freue mich da auf zukünftige Begegnungen, vor allem auch hoffentlich in echt. Aber ihr sitzt ja, du bist jetzt hier nordwestlich von mir, Dagmar, und Aaron, du bist nordöstlich, und jetzt müssen wir noch den Daniel aus Kiel dazu schalten, dann hätten wir den Diamanten, die Raute hätten wir dann perfekt. Ja. Der sitzt dann ganz weit oben von uns, dann haben wir alle Ecken von Deutschland mal abgegrast, ja. Also, aber Gott sei Dank können wir ja auf diese Art und Weise auch miteinander kommunizieren. Und ich sage vielen Dank für die Runde für heute, ja. Ich danke auch. Wann könnte man sonst so zusammen sprechen? Also, wann wären wir sonst irgendwie zusammengekommen? Wahrscheinlich hätten wir uns nie in echt getroffen. Wir wären wahrscheinlich nie an einem Tisch gesessen oder hätten uns mal irgendwo, wir wären nirgendwo in Touch gekommen, außer in dieser Community jetzt. Und das finde ich halt so special, weil ich hätte euch sonst nirgendwo getroffen oder hätte jemals mit euch reden können, außer jetzt gerade hier in diesem Moment. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass das funktioniert hat. Und finde ich besonders. Denk da auch voll oft dran, weil das ist schon so normal geworden, weil sich das mittlerweile halt als meinen Alltag irgendwie gestaltet. Aber vor dieser Corona-Zeit, bei dir war es vielleicht ein bisschen anders, Robert, weil du schon beim Regentreff und nur wieso schon lange irgendwie so in der Richtung unterwegs warst. Aber wann hat man denn mal einen kritischen Menschen getroffen auf einer Party, der auch nur irgendwie einmal in seinem Leben Tower 7 oder irgendwas schon mal gehört hatte? So, da hat man immer nachgesucht, ey. Das war immer dieses Ding, ey, ich bin der Einzige und so. Und dann Corona, diese Demos und so, hat man auf einmal gemerkt, hey, wir sind nicht nur so einzelne kleine Lichter auf Deutschland verteilt, sondern wir können zusammenkommen. Und da vielleicht auch, wir hatten vorhin schon kurz dieses Thema, gibt's vielleicht auch was Schönes, was aus dieser Zeit erwächst? Und ich finde krass, so wie sich das bei mir verändert hat. Mittlerweile habe ich ganz viele Menschen, inklusive jetzt euch hier bei so einem Talk, man kann ganz anders sprechen, man kann sich ganz anders veräußern. Es tut ja auch der Seele irgendwie gut, dass man so Gefährten da findet auf seiner Reise. Und ich glaube, das ist auch, warum gerade Homeoffice bei so vielen Zuschauern auch so eine Identifikationsplattform ist, weil sie eben Gleichgesinnte sehen, die Dinge aussprechen, so wie sie es selber auch wahrnehmen, wie es in ihrem Umfeld auch selten gespiegelt wird. Ich habe von vielen, vielen Zuschauern, liebe Grüße nach draußen, habe ich schon Mails gekriegt, so ohne euch hätte ich es einfach nicht gepackt, weil bei mir um mich herum sind, und jetzt gar nicht abwertend gemeint, nur Schlafschafe unterwegs, und so habe ich das Gefühl, ich bin nicht der Einzige und ich fühle mich nicht so verloren und fühle mich dann auch zum Teil auch aufgehoben. Deswegen kommen ja auch so viele Leute so gerne zu den Kongressen. Das haben wir auch die letzten paar Male gemerkt, dass das da so eine unglaubliche Herzlichkeit ist. Alleine dieses sich gegenseitig treffen, und wir haben neulich festgestellt, Aaron, wir waren beide, ohne dass wir es wussten, bei der großen ersten Demo in Berlin am 1. August oder 2. August war das 2020. Du warst irgendwo in der Menge und ich war da vorne an der Bühne dran und so. Aber dieses Gefühl, von dem du beschrieben hast, davon ernähre ich mich heute noch. Sich zu erkennen, dass man nicht alleine ist, und zwar gar noch viel mehr, sondern dass man da so viele, dass wir so viele sind. Es ist zwar noch nicht genug, um das zu kippen und dass da so eine hundertste Affe-mäßige Nummer draus wird, also dass das morphogenetische Feld so groß wird, dass alle anderen automatisch davon infiziert werden, von diesen Gedanken, aber es wird tagtäglich mehr. Und dank Habeck und Co. ist es zwangsläufig so, dass jeden Tag noch mehr Leute wach werden. Ja, ob die jetzt Reitschuster lesen, den Reichelt, den Röper oder hier bei uns bei Nuvisa vorbeikommen, das ist eigentlich wurscht, aber sie kommen dahinter, dass es eine Realität hinter der Tagesschau gibt. Das ist so ein bisschen wie bei Zauberer von Oz, wo sie am Schluss in diesem großen Turm sind und der kleine Hund, der Toto, zieht den Vorhang weg und der Mann hinter den, schaut nicht auf den Mann hinter dem Vorhang, schaut nicht auf den Mann, weißt du, so, dass der Vorhang weggezogen wird, ja, und das macht mich natürlich innerlich schon glücklich, da muss ich schon sagen, dass wir da, und jetzt auch Ende der Schulterklopferei, dass wir Gott sei Dank da auf der richtigen Seite stehen und das auch in Zukunft weitermachen wollen. Also nochmal, danke an euch beide für die heutige Runde. Ich freue mich auf die nächste Session mit euch, dann auch in anderer Besetzung wieder. Und Dagmar, auch danke, dass du immer die weibliche Frische mit reinbringst und so als ganz unattraktiver Mensch durch diese Welt läufst. Wir haben dich ja nur wegen deiner inneren Werte gecastet, wissen wir ja, gell? So. Nein, Spaß beiseite, wirklich vielen Dank. Du mischst den Laden ein bisschen auf hier. Sehr, sehr danke dafür. Und Aaron natürlich wie immer. Peace, Bro. Ja, ich fand's auch schön, Dagi, war wirklich toll. Es ist tatsächlich wichtig. Ich finde schön, dass wir dieses wechselnde System etabliert haben, weil
es kommen andere Energien zustande wie jetzt heute. Es war einfach mal eine andere Homeoffice-Sendung und ich fand sie auch sehr, sehr schön. Vielleicht auch mal ein bisschen was fürs Herz. Für mich war es zumindest so. Danke und Dagi, dir gehören aber die letzten Worte. Genau, du darfst Tschüss sagen. Danke, ich als Transperson, die ich mich nicht als Transperson sehe. Genau, ja. Quotenfrau. Nein, ich danke euch auf jeden Fall wirklich auch, dass ich dabei sein darf. Ich habe es, glaube ich, die letzten beiden Male auch schon oft gesagt. Es ist eine tolle Chance und ich bin super dankbar, dass ich die mit euch gehen darf. Und es macht mega viel Spaß. Ich finde den Austausch mit euch einfach immer erfrischend und ich entwickle mich jedes Mal wieder ein bisschen weiter und es bringt mir immer viel und mehr als vorher. Und ja, die Homeoffice-Sendung heute war vielleicht weniger newslastig oder weniger faktenlastig, aber dafür war die, wie du schon sagst, auch ein bisschen mehr Gefühl und Herz und wir haben uns ein bisschen treiben lassen von den Dingen, die wir gesagt haben und ich glaube, das war auch schön, weil manchmal reicht auch einfach zuhören und mitfühlen. Man muss nicht mal mit streiten oder diskutieren oder Fakten auf den Tisch schmeißen, sondern man kann auch einfach mal fühlen. Das haben wir heute, glaube ich, ganz gut gemacht. So, jetzt musst du noch Tschüss nach draußen sagen, das ist heute dein Job. Ja dann, Tschüss nach draußen, nehmt viel Liebe mit, genießt die Sonne und holt den Frühling zu euch. Ciao, ciao. Ciao, servus.